Ja, guten Morgen, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Herr Stoper von der RAA in Potsdam und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind. Und ja, Frau Farki und ich, wir werden es heute gesamt moderieren. Zwischendurch erwarten Sie ganz spannende Beiträge, da bin ich mir ganz sicher. Und genau, wir wollten am Anfang noch besondere Gäste heute begrüßen. Das machst du, Lilas? Ich mache das, genau. Hier vorne sitzt Frau Dr. Lämmermeier, die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg. Begrüßen Sie herzlich mit einem Applaus. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Und unter uns ist Herr Trebling, Bürgermeister von Premnitz. Schön, dass Sie hier sind. Ein Applaus für Herrn Trebling, bitte. So, ich hoffe, wir haben niemanden vergessen. Wichtiges. Ansonsten herzlich willkommen allen, die hier sind. Wir machen nachher noch mal eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde, nur mit Handzeichen, sodass wir eine Übersicht bekommen, wer alles anwesend ist. Dann mache ich gleich weiter, oder, Lilas? Genau. Zum Thema Organisation. Würde Sie herzlich bitten, aus Corona-Schutzgründen, wenn Sie sich hier im Raum bewegen, in den Pausen so zur Toilette gehen oder Ähnliches, dass Sie dann immer die Maske tragen. Wenn Sie am Platz sitzen, ist es Ihnen überlassen, ob Sie sich schützen wollen per Maske oder nicht. Genau. Ansonsten, ich muss mal meinen Zettel gucken. Ah ja, genau. Foto. Wir haben gerade noch festgestellt, die meisten von Ihnen haben, glaube ich, auch unterschrieben, dass Sie einverstanden sind mit Video- und Fotoaufnahmen. Herr Huppertz mit der Technik wird heute Vormittag hier per Livestream die Veranstaltung auf YouTube übertragen. Es gibt aber nur ganz, ganz wenige Anmeldungen, also keine Angst. Das hat nichts zu bedeuten, wenn Sie hier vorne vortragen. Wer überhaupt nicht möchte, dass er oder sie heute hier irgendwie abgelichtet wird, kann vorne am Anmeldungstisch sich einen roten Klebepunkt holen und sich den ans Hemd kleben. Frau Stöwe hält gerade die Klebepunkte hoch. Dann wissen die Menschen, die hier die Kamera halten, dass das so gewünscht ist, also nicht gefilmt zu werden. Dann noch ein Satz zum Mittagessen. Sie können in der Mittagspause eine Suppe bekommen gegen Selbstzahlung vorne im Restaurant. Und genau, und letzte Anmerkung. Wir haben eine Kiste aufgestellt. Heute Nachmittag gibt es eine Podiumsdiskussion. Sollten Sie Fragen haben für die Podiumsdiskussion, die Sie lieber schriftlich hier einreichen, aus verschiedenen Gründen, vielleicht weil Sie nicht mehr da sind am Nachmittag oder weil Sie lieber das schriftlich einreichen wollen, dann tun Sie die bitte hier in die Kiste hinein. Die Pausen können wir nachher noch ansagen, würde ich sagen, dann starten wir erstmal. Du wolltest... Ja. Also ja, ich möchte zunächst Frau Dr. Lämmermeier das Wort erteilen. Bitte. Geht auch so. Ja, hallo erstmal in die Runde. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und bedanke mich für die Einladung. Ich wäre im Übrigen sehr, sehr gerne hier mit meiner Kollegin, meinem Kollegen, dem oder der Integrationsbeauftragten des Kreises Havelland, aber leider ist es, glaube ich, soweit noch nicht. Den neuesten Stand, wenn den irgendjemand hat, das würde mich auch mal interessieren. Aber ich hoffe, dass wir bald wieder jemand haben. Ja, Integration hat viele Facetten und hängt von ganz vielen verschiedenen Dingen ab. Das wissen Sie alle auch. Und zentral für die Integration, vor allem für die Partizipation, ist die Arbeitsmarktintegration. Für Zugezogene und Geflüchtete ist es für ihr Selbstverständnis wichtig, ein eigenes Geld zu verdienen und einer Tätigkeit nachzugehen. Nur wer sich selbst versorgen kann und für seine Familie selbst sorgen kann, hat letztlich auch die Chance, am Leben einer Gesellschaft ganz teilzuhaben. Um das zu erreichen, sind viele Dinge notwendig und es sind viele Brückenbauerinnen und Brückenbauer gefragt. Und ich bin froh, dass das Thema hier aufgegriffen wird im Havelland. Und Brücken bauen ist deshalb wichtig, weil um im Arbeitsmarkt sich zu
integrieren ganz verschiedene Menschen und Akteure zueinander finden müssen. Und dafür sind Brücken notwendig. Und Brücken bauen ist ja an sich schon nicht so einfach. Hier ist eine schöne gemalt. In der Realität ist das manchmal schwer. Da muss etwas überbrückt werden, da muss die Statik stimmen. Rechts und links müssen auch die entsprechenden Straßen zur Verfügung stehen. Das kennen wir vielleicht alle, dieses Bild, wo irgendwo eine Brücke in der Landschaft steht und rechts und links führt nichts zu dieser Brücke. Die Analogie stimmt also, die Sie gewählt haben, denn ähnlich wie der Verkehrsinfrastruktur sind auch die Brücken in der Arbeitsmarktintegration ziemlich komplex. Und da müssen viele zueinander finden. Da sind die Geflüchteten selbst, da sind die Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist das Jobcenter, die Arbeitsagentur, die Migrationssozialarbeit und da ist ja dann auch noch für manche nicht so einfach die Ausländerbehörde. Und die Interessenlagen von all diesen Arbeitsmarktakteuren sind oft sehr unterschiedlich und ja, nicht immer besteht auch die Bereitschaft, uneingeschränkt über die Brücken zu gehen oder andere über die Brücken gehen zu lassen. Obwohl es doch eigentlich, wenn man es jetzt mal neudeutsch ausdrückt, eine Win-Win-Situation ist, wenn Arbeitsmarktintegration erreicht werden kann. Unser Ministerpräsident sagt immer gerne, jeder, der hier in Brandenburg sein Geld verdient und Steuern zahlt, der soll auch hier bleiben müssen. Dürfen. Müssen. Aber er sagt dürfen. Leider sind wir aber selbst von der Wunschvorstellung mit dürfen noch ein ganzes Stück entfernt. Und mir liegt am Herzen, dass wir auch den Menschen Brücken bauen in den Arbeitsmarkt und letztlich in den Aufenthalt, die zum Beispiel aus Pakistan oder Kamerun kommen. Und da wird es schon schwierig. Wir brauchen Arbeitskräfte und da haben wir sie direkt vor der Nase. Also eigentlich ist das doch viel einfacher, als sie sonst mit viel Mühe und Not aus dem Ausland zu holen. Ausbildung, Stichwort. In Brandenburg haben wir eine ziemlich erschreckende, niedrige Zahl von Ausbildungsduldungen. Das ist eigentlich ein gutes Instrument, aber es wird in Brandenburg noch viel zu wenig genutzt. Es war gerade im Landtag auch die Diskussion, da hat Frau Jolige nochmal vorgetragen, dass zum Stichwort 31.12.2020 gerade mal 60 Ausbildungsduldungen im Land Brandenburg gab und nur 4 davon waren Ermessensausbildungsduldungen. Also bei den anderen lagen alle Voraussetzungen vor. Also das finde ich schon ziemlich wenig und die Beratungsstelle bei mir und auch mich erreichen immer wieder viele Hilferufe. Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass wir die Ausbildungsduldung doch bekommen und in nicht wenigen Fällen ist das ein ziemlich zäher und lang andauernder Prozess, was eigentlich nicht notwendig wäre. Mir ist es auch nicht nachvollziehbar, denn auf der anderen Seite holen wir Menschen aus dem Ausland zur Ausbildung. Oft geht es dann auch schief, weil falsche Vorstellungen auf beiden Seiten bestehen. Also für mich wäre wichtig, noch mehr auch die Politik dahin zu bringen, dass Menschen, die hier sind, auch ermöglicht bekommen, eine Ausbildung zu machen. Noch schlimmer steht es zum Stichwort Beschäftigungsduldung. Da hat der Bundesgesetzgeber so hohe Hürden gebaut, dass, wenn man die sich das erste Mal durchgelesen hat, man gedacht, huch, eigentlich müsste es nicht Beschäftigungsnichtduldung heißen, ja, das Gesetz. Und wir haben deshalb auch in Brandenburg bislang sehr wenige Beschäftigungsduldungen. Also auch Menschen, die vom inneren Empfinden her da unbedingt reingehören, gehören nicht rein, weil sie die Anforderungen nicht erfüllen. Anerkennung von Berufsabschlüssen, da sind auch einige hier schon länger mit beschäftigt. Ein weiteres schwieriges Thema, wo wir viel zu langsam sind in Brandenburg, wo wir das den Menschen viel zu schwer machen. Die Verfahren dauern sehr langsam, sie sind sehr bürokratisch und manchmal hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass dahinter der Wunsch steht, dass man die Menschen wirklich hier behalten wollen. Ich kenne
viele Ärztinnen und Ärzte, zum Beispiel, die wir verloren haben, die einfach in andere Bundesländer gegangen sind, die weggegangen sind und dort haben sie zack ihre Anerkennung und arbeiten in ihrem Beruf. Also warum das in Brandenburg nicht möglich ist, wo wir gerade Ärzte brauchen, das ist wirklich nicht nachvollziehbar. Jetzt habe ich erstmal alles Schwierige aufgeblättert. Ich brauchte erstmal eine Pause und dann habe ich mir überlegt, so jetzt denk dir mal, überleg mal, was auch positiv sein könnte. Ich will Sie ja hier nicht schon am Anfang dieses Fachtags zu negativ einstimmen. Wir wollen ja beide Seiten sehen. Also es gibt auch positive Anknüpfungspunkte. Es gibt viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die Geflüchtete einstellen, obwohl das oft schwierig ist. Wir haben schon unbefristete Verträge von Menschen gesehen bei uns, gerade auch die in der Härtefallkommission zum Beispiel, sind die, obwohl sie quasi alle 3 Monate nur eine Duldung bekommen von ihrem Arbeitgeber, einen unbefristeten Vertrag bekommen haben. Also auch solche Situationen gibt es. Das finde ich wunderbar, wenn das möglich ist. Und viele setzen sich auch ganz direkt für ihre Leute ein, dass sie hier bleiben dürfen. Also wir haben nicht wenige Unternehmer schon bei uns gehabt, die gesagt haben, meistens waren es Männer, muss unbedingt hier bleiben, ist unsere beste Arbeitskraft. Nicht in wenigen Fällen ist es dann auch gelungen. Und es gibt auch immer wieder nicht wenige Menschen in Jobcentern und auch in den Arbeitsagenturen, die auch sich auf den Weg gemacht haben und die spezifischen Anforderungen für Menschen, die zu ihnen kommen und jetzt die Sprache nicht hundertprozentig können, sich auch da drauf einstellen. Weil es gibt auch die Gegenbeispiele, wo einfach 2 Menschen miteinander reden, aber die Botschaften kommen nicht an. Ich bin auch sehr froh, dass wir das Netzwerk IQ in Brandenburg haben, schon seit Jahren ja auch bundesweit, aber auch hier sehr aktiv bei uns ja auch angesiedelt, beziehungsweise jetzt im anderen Ministerium, aber in der Landesregierung. Und da haben wir auch ganz wichtige Qualifizierungsangebote, wie eine weitere Brücke sind, denn wir wollen ja auch, dass die Menschen qualifiziert in den Arbeitsmarkt kommen. Ja? Also diese Tatsache, dass Menschen meistens und oft unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten müssen, die wollen wir ja nicht. Wir wollen sie dahin bringen, dass sie auf der Qualifikationsebene arbeiten können, die sie auch mitgebracht haben. Und da macht das Netzwerk IQ wichtige Arbeit. Wir haben viele Bundesregelungen, gerade im Arbeitsmarktbereich, um die wir nicht rum können, aber trotzdem gibt es auch auf Landesebene viele und kommunaler Ebene viele Handlungsspielräume und Ermessensspielräume, die man nutzen kann. Und ich denke, dass auch dieser Fachtag heute eine Möglichkeit ist, die auszuloten und gemeinsam auch einen Weg zum Brückenbau zu finden. Frau Reuter hat mir aufgeschrieben, dass Sie hier in der glücklichen Lage sind, den Rest habe ich selbst geschrieben, aber eine sehr kooperative Ausländerbehörde zu haben. War durchaus überrascht, aber das ist schön. Da können Sie sich freuen, dass es nicht überall so in anderen Landkreisen. Und da die Idee, also dass man sowas wie Empowerment-Vereinbarung eben auch macht. Ja, zum Teil gibt es das schon. Bei der Geduldete dann in ein Bleiberecht hineinwachsen können, dass man eine Vereinbarung macht und an dem Ende steht dann ein Bleiberecht für denjenigen. Und das, denke ich, wäre in so einem Umfeld sehr gut umsetzbar. Wichtig finde ich auch nochmal auf die Ehrenamtlichen hinzuweisen. Also überall im ganzen Land sind die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in den letzten Jahren sehr aktiv gewesen und haben nicht wenigen Menschen den Weg in den Arbeitsmarkt geebnet und haben sich wirklich sehr eingesetzt und dafür gekämpft auch, dass die Menschen Arbeit finden. Und dann auch natürlich während der Ausbildung, denn die duale Ausbildung, die ist alles andere als einfach. Der Schulteil ist für ganz viele schwierig und da muss begleitet werden. Da gibt es die assistierte Ausbildung und so weiter, aber da kommt immer wieder. Das muss man einfach beim Beginn der Ausbildung im Kopf haben. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir gucken, dass das auch klappt. Ja, ich bedanke mich schon
jetzt für alle, die sich dafür eingesetzt haben auch und die sich weiter einsetzen hier im Havelland, dass Arbeitsmarktintegration gelingt. Und ich bin ganz sicher, dass heute im Laufe des Tages noch der eine oder andere Stein für diese Brücke gebaut werden kann und dass wir ein Stück weiterkommen zur Arbeitsmarktintegration und damit auch zur Partizipation, denn das ist ja unser letztendliches Ziel. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Dr. Lemmermeier, für Ihre Grußworte. Wir haben als nächsten Beitrag Britta Stöwe vom Arbeitskreis Migration Westhavelland, die ein paar Worte an uns richten möchte. Britta, komm nach vorne. So, guten Tag, herzlich willkommen. Ich bin nicht so eine gute und geübte professionelle Rednerin wie Frau Dr. Lemmermeier, aber ich gebe mein Bestes. So, ich setze auch mal meine Brille auf, weil mein Gehirn weiß noch nicht, dass meine Augen schlechter werden. Also erstmal vielen Dank, dass Sie hier alle erschienen sind zu unserem Arbeitskreis. Mein Anliegen ist jetzt eigentlich nur, dass ich nochmal besonders das Organisationsteam hier auch nochmal nennen möchte, die die ganze Veranstaltung und auch schon die vorhergehenden organisiert haben, begleitet, geplant, vorbereitet und da sehr viel Kraft und Zeit und Leidenschaft reinstecken. Das ist erstmal Frau Neumann vom AWO Familiencafé. Dann Frau Liebherr vom LEB Rathenow. Frau Dr. Mogadam von der BEA Brandenburg. Herr Stampel von Partnerschaft für Demokratie hier aus Rathenow. Und unsere Moderatoren Frau Farkis von der AWO Betreuungsdienste. Und Herr Stoper von der RAA Brandenburg. Ja, ohne diese Leute wäre das hier alles gar nicht möglich. Das ist schon toll. Vielen Dank. Ja, das nächste Anliegen, das ich so ein bisschen habe, ist auch ein bisschen zu erklären, wie kam der Arbeitskreis Migration eigentlich zustande? Also einen kurzen Rückblick vorzunehmen. Wir sind ja nicht einfach da und machen jetzt irgendwelche Sachen. Also das ergab sich so, dass United Action mit der Frau Musa Afra eine Frauenkonferenz durchgeführt hat, und zwar am 1. März 2019 in Rathenow. Und dazu eingeladen hat vor allen Dingen geflüchtete Frauen und Vertreterinnen und Vertreter aus Institutionen. Das war ein sehr gewinnbringendes Ereignis für uns alle, erstmal für die geflüchteten Frauen auch mal dazustehen, ihre Bedarfe, Anliegen und Wünsche äußern zu können und andererseits auch Vertreter und Vertreterinnen aus Institutionen wie jetzt Jobcenter, Agentur für Arbeit, Gesundheitsamt und weitere saßen zusammen und haben erstmal besprochen und erzählt, ja, wo sind wir denn hier? Was passiert denn gerade? Was fehlt? Was läuft schon gut? Und da ist uns aufgefallen in dieser Runde, dass wir noch viel zu wenig vernetzt sind. Uns erstmal kennenlernen müssen, wer arbeitet wie, mit was und was können wir zusammen tun. Daraus entstand dann natürlich, wir saßen da in der Runde und haben gedacht, Mensch, wollen wir nicht einen Arbeitskreis Migration Westhavelland gründen? Das war sozusagen der Ausschlag. Das ging dann, wenn ich jetzt nochmal rückblickend gucke, auch ziemlich fix. Der erste Arbeitskreis Migration fand dann statt am 13. Mai 2019 hier.
Und wir haben erstmal alles Mögliche eingeladen, Mitarbeiter von Organisationen, Vereinen, aus Institutionen, um zu gucken, auch was gibt es denn eigentlich auch überregional, regional und in der Stadt und auf dem Land für Angebote für Geflüchtete. Und zu gucken auch, wie sind denn die Bedarfe. Da hat sich dann schon herauskristallisiert, dass wir geclustert haben bei unserem ersten Arbeitskreis. Mensch, da gibt es Bedarfe, die lassen sich ganz gut einordnen. Und so haben wir Arbeitsgemeinschaften gegründet. Und zwar war das einmal die Migrantische Selbstorganisation, dann eine AG Kita, eine AG Arbeitssprache, eine AG Rassismus, Diskriminierung, eine AG Jugend und Schule, eine AG Gesundheit, eine AG Wohnen, eine AG Freizeit, Kultur und Sport. Ja, das war ganz schön ambitioniert. Aber es ist auch irgendwie gestartet, auch mit ganz vielen leidenschaftlichen Akteuren. Und dann gab es den zweiten Arbeitskreis Migration am 16. Dezember 2019, wo dann schon die ersten Treffen in den AGs stattgefunden haben und das hier ausgewertet wurde auch. Was konnte schon bewegt werden? Woran wird noch gearbeitet? Was fehlt noch? Ja, zwischendrin fand dann auch noch mal im Familiencafé die zweite Frauenkonferenz statt. Die waren auch sichtlich, also es war so eine Aufbruchsstimmung. Ich weiß noch, Frau Buschow war, glaube ich, auch da im Familiencafé, kann ich mich noch erinnern. Ja, also so arbeitet das alles miteinander zusammen. Und das ist auch irgendwie Sozialarbeit und speziell Migrationssozialarbeit, dass wir zusammenkommen aus vielen verschiedenen Ecken und Ebenen. Und dass diese Vernetzung von oben nach unten und von rechts nach links sehr, sehr wichtig ist. Bei den Arbeitskreisen, die werten wir dann auch immer aus mit Hilfe der RAA. Da stellte sich dann heraus, dass sich bei dem zweiten Arbeitskreis viele Mitarbeiter und Vertreterinnen aus Institutionen vor allen Dingen auch gewünscht haben, einen fachspezifischen Arbeitskreis oder Fachtag. Und somit haben wir dann den dritten Arbeitskreis Migration ausgerichtet nach dem Thema Migrations- und kultursensibler Kinderschutz. Das war am 7. September 2020. Da waren wir auch sehr glücklich, ähnlich wie heute, dass das Corona-bedingt auch in Präsenz stattfinden konnte. Und weil wir ja immer schön evaluieren, war natürlich auf Platz 2 war Arbeitsmarktintegration. Somit haben wir dann gesagt, okay, unser nächster Fachtag wird sich mit dem Thema Brücken in den Arbeitsmarkt befassen. So, und da sind wir nun heute. Also ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass Sie alle hier sind und vor allen Dingen, dass es darum geht, hier auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Dass ein Austausch stattfinden kann, dass Kontakte geknüpft werden kann, dass sie sich auch trauen, hier was zu sagen, Anmerkungen zu machen und sich aktiv beteiligen, weil davon lebt unser Arbeitskreis und auch hier dieser Fachtag. Dann hatte Frau Dr. Lemmermeier schon so schön angesprochen. Natürlich sind uns auch sehr wichtig Ehrenamtliche, die ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich kann nur aus dem interkulturellen Familiencafé sprechen. Da geht es ohne ehrenamtliches Engagement nicht. Und wir machen da auch gar keine Unterschiede, ob jemand jetzt hauptamtlicher Mitarbeiter ist oder ehrenamtlicher oder ein freiwilliges soziales Jahr macht oder gemeinnützige Tätigkeit. Jeder bringt sich mit seinen Fähigkeiten, seinen Kompetenzen, mit seiner Liebe und auch sein Fachwissen ein und wir können zusammen was gestalten und uns gemeinsam unterstützen. Jetzt will ich nur noch mal kurz was zum interkulturellen Familiencafé sagen. Also nur aus dieser Perspektive kann ich hier natürlich auch was sagen und meinen Beitrag leisten. Das Familiencafé besteht jetzt seit April 2016.
wir sind zwei Mitarbeiter. Und unsere Bedarfe richten sich vor allen Dingen an Familien mit Migrations- und Fluchthintergrund. Es hat sich dann herausgestellt, ziemlich bald, dass vor allen Dingen zu uns Frauen kommen mit ihren Kindern. Woran wir dann auch schon gemerkt haben, die Männer oftmals, ob jetzt kulturbedingt oder aus anderen Gründen, weil vielleicht auch eine höhere Bildung da ist, kommen doch leichter in den Deutschkurs, in eine Ausbildung, in eine Arbeit. Also sehen wir auch immer die Perspektive der Frauen und der Mütter. Und die haben es doch sehr, sehr schwer, in den Arbeitsmarkt, in eine Ausbildung oder manchmal sogar in einen Deutschkurs zu kommen. Und da schon mal die Sprachbarrieren abzubauen. Somit haben wir Deutschangebote und die werden ausschließlich von Ehrenamtlerinnen angeboten. Und da möchte ich nur noch mal kurz sagen, wir hatten circa 10 Ehrenamtliche. Von denen sind jetzt nach Corona und nach über 5 Jahren noch 3 Ehrenamtliche übrig. Und Frau Kegel sitzt heute hier und da bin ich ganz froh, dass sie heute dabei ist, auch bei der Podiumsdiskussion. Die Arbeit ist natürlich nicht nur Deutsch zu unterrichten. Unsere Ehrenamtlerinnen sind sowas auch eigentlich wie Integrationslotsinnen und Familienpatinnen. Man darf dieses Thema Arbeit auch nicht ganz losgelöst sehen, sondern das ganze System, auch Familie. Was geht, wie, unter welchen Umständen? Okay, ich könnte jetzt vielleicht noch auch viel mehr quatschen, aber ich darf nicht mehr. Meine Zeit ist vorbei. Also ich wünsche uns viel Spaß und gutes Gelingen. Und gebe jetzt ab. Vielen Dank, Britta Stöwe vom Interkulturellen Familiencafé. Ja, wir haben scharfes Zeitmanagement, auch wenn es immer wieder etwas länger dauert. Ganz kurz noch zum Programm. Ich gebe noch mal kurz den Überblick. Wir sind gerade durch mit dem ersten Punkt des heutigen Morgens, Grußworte. Wir steigen gleich ein in das, was wir genannt haben, Perspektiven Teil 1. Da können Sie ganz gespannt sein. Den Part hat Diana Neumann übernommen, vorzubereiten. Genauso wie nach der Mittagspause gibt es noch einen zweiten Teil der Perspektiven. Wir haben danach Vortrag von der Wirtschaftsförderung. Frau Tiede sitzt da drüben schon. Herzlich willkommen, Frau Tiede und Ihre Kollegin Frau Freier. Und wir haben dann die Frau Kegel, die schon angesprochen wurde, als Ehrenamtliche mit einem zweiten Vortrag. Und wir würden uns über ganz viele Fragen freuen, die Sie dann hinterher stellen. Dann gibt es heute Nachmittag noch ein Weltcafé. Wir werden uns also an den Tischen hier zusammensetzen zu bestimmten Themen und bei Gastgeberinnen und Gastgebern. Haben dann die Podiumsdiskussion und 16 Uhr, wenn Sie da noch Zeit haben, wäre es großartig, wenn wir noch bei einem Glas Wasser oder Wein oder Bier, was auch immer, ein paar Minuten zusammenstehen können und den Tag ausklingen lassen. Das wäre unser großer Wunsch. Ansonsten, ja, wünschen wir Ihnen eine interessante Tagung und freuen uns auf Ihre aktive Teilnahme. Viel Spaß, genau. Und dir gebe ich das Wort. Nee, erstmal noch die ganz kurze Vorstellung, hatten wir versprochen. Ja, also danke. Geben wir jetzt ein Wort vor Diana. Sie wird uns in. Wir haben was vergessen. Genau. Wir würden gerne per Hand- oder Kartenzeichen mal ganz kurz einen Überblick bekommen, wer hier im Raum sitzt. Wer von Ihnen arbeitet in der Verwaltung im Land Brandenburg? Da fehlt mir Frau Reuter, Frau Dr. Demmermeier. Wer arbeitet beim Landkreis Havelland? Dort, genau. Ja, vielen Dank. Wer ist in der Kommune, in Rathenow oder Premnitz tätig? Ja, dort hinten und hier. Wer arbeitet bei einem freien Träger? Mhm. Wunderbar. Was können wir noch fragen? Ja, wer ist von der Politik hier, von Seiten der Politik? Gibt es jemanden? Nicht oder noch? Noch nicht. Ja, genau. Wer Betriebe, ja genau, danke. Wer ist Betriebsvertreter? Mhm,
Wunderbar, danke schön. Wer sucht Arbeit oder Ausbildung gerade? Wer traut sich? Niemand? Wen haben wir jetzt nicht genannt? Wer hat sich noch nicht gemeldet? Bitte die Arme hoch, wer sich noch nicht gemeldet hat. Wen haben wir hier? Ah, Arbeitsamt, klar, die Jobvermittlung. Genau, wunderbar. Handwerkskammer, super, vielen Dank. Wer ist dann noch gewesen? Rotary Club Havelland. Wunderbar, vielen Dank. Ja, das als kleiner Eindruck, wer sich hier im Raum befindet. Ich bin mir ganz sicher, bei der Weltkaffee-Runde werden Sie mehr Gelegenheit haben, sich vorzustellen und ins Gespräch zu kommen. Und jetzt übergibst du. Also danke. Jetzt das Wort vor Diana und sie wird uns jetzt eine kurze PowerPoint schauen. Bitte schön. Dankeschön. Hallo, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ja, meine Vorredner haben mir jetzt schon ganz viel abgenommen sozusagen. Es wird sich ein wenig doppeln, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Und das bedeutet nur, dass ich auch die Schwerpunkte richtig erfasst habe für mich und für Sie. Also, wir haben den Schwerpunkt Brücken in den Arbeitsmarkt für Menschen mit Migrationshintergrund oder eben Fluchterfahrung, weil da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied, ob ich einen Migrationshintergrund habe oder eben noch eine Fluchterfahrung mitbringe. Ich hatte vorbereitet, nochmal alle Logos mit aufzugliedern, aufzuschreiben, hineinzukopieren, wer uns unterstützt hat. Frau Stöwe, meine Kollegin, hat schon ausführlich sich bedankt, möchte mich da nochmal anschließen. Und möchte Sie einladen zu einer intersektionalen Perspektive. Und zwar bringt jeder von uns eine soziale Herkunft mit, ein Geschlecht, eine Bildung oder eine Bildungsbiografie, ein entsprechendes Alter, religiöse Zugehörigkeit oder eben auch nicht und eine psychische und physische Verfassung oder Gesundheit. Die ausschlaggebend dafür ist, komme ich in den Arbeitsmarkt, kann ich über diese Brücke gehen oder eben nicht. Anhand mehrerer Merkmale können einfach Benachteiligungen entstehen und erfahren werden. Da sind eben Barrieren, um eben nicht über diese Brücke in den Arbeitsmarkt zu kommen. Deswegen möchten wir Sie einladen, heute genauer hinzuschauen, Prozesse, Strukturen und Systeme vielleicht auch einfach zu hinterfragen. Erwerbstätigkeit ist abhängig von dem Sprachniveau. Wir haben schon gehört, nicht jeder kommt in Sprachkurse. Frauen sind meistens eher später in den Sprachkursen, einfach weil es lange ein Kinderbetreuungsproblem gab. Dem wurde entgegengesteuert und es gibt mittlerweile Sprachkurse, wo die Kinder mit dürfen und extra betreut werden. Wir haben ganz unterschiedliches Bildungsniveau. Es gibt Menschen, die wir kennengelernt haben, die konnten gar nicht zur Schule gehen, darunter auch Frauen wieder. Es gab Menschen, die hatten nur die Möglichkeit, 4 Jahre eine Schule zu besuchen oder 6 Jahre, ne, haben nicht die Abschlüsse, die wir hier absolvieren können. Wir haben die individuellen Lebenslagen, die es manchmal einfach erschweren. Auch in den besten Familien kommen Trennungen, Scheidungen, die Lebenslagen ganz unterschiedlich gestalten. Wir haben individuelle Persönlichkeitsmerkmale. Der eine ist schüchtern, der nächste ist offen und flexibel. Wir das Thema Gesundheit ist immer ein großes Thema. Richtung Trauma. Wenn ich belastet bin, wenn ich traumatisiert bin, wird es schwierig, in den Arbeitsmarkt zu kommen, brauche ich vorher eben ein bisschen länger Zeit, um mich zu stabilisieren. Und der Asylstatus. Wir haben schon gehört, wir haben unterschiedliche aufenthaltsrechtliche Bedingungen. Wir haben Menschen in einer Aufenthaltserlaubnis, wo die Brücke vielleicht leichter zu überqueren ist. Wir haben die Aufenthaltsgestattung oder die Duldung, wo Menschen noch im Asylverfahren sind, wo man
eben eine Arbeitserlaubnis unter Umständen beantragen muss. Und wir haben aber auch Menschen, die ohne Asylverfahren mit einem Migrationshintergrund bei uns sind, mit uns leben. Und auch da ist es schwierig, manchmal über die Brücke zu kommen. Ich habe in der Vorbereitung sehr viele Interviews geführt mit den Menschen, die hier vor Ort leben, um einfach die Stimme zu transportieren, an sie heranzutragen. Und die habe ich in all den Folien auch mitverarbeitet, die Schwerpunkte und die Sachen aus den Interviews. Ein Zitat ist: Ich liebe Arbeit, kein Papier. Ja, Firas Al-Shatta, ein junger Schriftsteller, den hatten wir ja auch schon mal in Rathenow im Zuge der interkulturellen Woche, und er hat ein schönes Buch geschrieben, und auf der ersten Seite stand auch: Die Deutschen lieben Papier. Und ich glaube, das ist auch die größte Hürde für Menschen mit Migrationshintergrund oder wo die Sprachkenntnisse einfach noch nicht so groß sind. Das Papiersystem einfach undurchsichtig ist. Erwerbstätigkeit beeinflusst sozialen Status und natürlich auch die Anerkennung. Finanzielle Unabhängigkeit bzw. sozioökonomische Lebenslage und die Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeitserfahrung ist ein ganz großes Thema, weil die Erfahrung, die wir im interkulturellen Familiencafé machen, ist teilweise auch, dass die Menschen natürlich sehr abhängig sind von bestimmten Strukturen, aus meiner Perspektive auch sehr fremdbestimmt leben müssen, und eine Arbeit und eine Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit bedeutet natürlich auch ein Stück weit Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit, gesellschaftliche Teilhabe. Integration durch Erwerbstätigkeit kann ein Erfolgsrezept sein oder Konzept sein. Die Frage ist nur, wie. Wie bauen wir die Brücken? Und da kommen wir schon zu den Schwerpunkten. Übergang, Schule und Beruf. Es gibt junge Menschen, die einfach für das Schulsystem zu alt sind. Die sind einfach nicht mehr ins Schulsystem hineingerutscht und kommen dadurch schlechter in Ausbildung. Es gibt, ich sprach von den individuellen Lebenslagen, es gibt junge Menschen, die durch Krieg einfach nur 3-4 Jahre zur Schule gehen konnten. Wenn sie dann bei uns nicht ins Schulsystem hineinfallen, fallen sie komplett durch. Es ist eine unheimliche Anstrengung, dann nochmal in Ausbildung zu kommen. Und die zweite Schwelle ist natürlich, nach der Ausbildung längerfristig beschäftigt zu sein, die Ausbildung erstmal zu schaffen. Wir haben von der Assistenz begleitete Ausbildung, wurde schon mal angesprochen. Auch das habe ich gehört in den Interviews, dass einfach gesagt worden ist: Frau Neumann, gibt es etwas? Ich habe eine Praktikantin, die ist praktisch total super, aber in der Theorie wird sie nicht durchkommen. Sie wird einfach das Ausbildungsniveau theoretisch nicht absolvieren können. Damit haben wir Abbrecher, damit haben wir durchgefallene Menschen, also die Ausbildung, die nicht erreicht worden ist, die Ausbildungsziele, die nicht erreicht worden sind, da sollten wir gegensteuern. Auch der Nachteilsausgleich in der Schule ist ein großes Thema, über das wir häufig diskutieren und leider aber keine Lösungen finden, weil es nun mal so vom Schulamt vorgeschrieben ist, auch bei den Ausbildungsinhalten. Es muss so absolviert werden, wie es von jedem anderen erwartet wird in Deutschland. Meine persönliche Meinung ist, das ist ein bisschen unfair. Das riecht regelrecht nach Benachteiligung. Ja, begleitet, Sprachkurse, ach, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, Sprachkurse, habe ich in den Interviews gehört, sollten vielleicht eher in Berufsschulen nochmal zusätzlich angeboten werden oder direkt in die Betriebe verlagert werden, war so ein Vorschlag sozusagen von jemandem. Anerkennung von Abschlüssen, haben wir auch gehört, sind häufig nicht vorhanden. Die Anerkennung dauert unter Umständen sehr, sehr lang, Corona-bedingt jetzt noch mal länger. Es gibt häufig keine Anpassungsqualifikationen. Das bedeutet, ich bringe einen Ausbildungsnachweis mit,
Der kann aber nicht anerkannt werden. Und dann könnte man praktisch eine Anpassungsqualifizierung machen, das nochmal wie ein Quereinsteiger im Lehrerberuf, dass man nochmal sagt, Sie absolvieren diese und jene Seminare und dann dürfen Sie vollständiger Lehrer sein. Das gibt's hier nicht. Die Leute müssen teilweise den beruflichen Neuanfang starten, das heißt komplett von Null anfangen. Wir haben einige Frauen, die wirklich so stark sind, mit Ü30 nochmal die 9. Klasse und die 10. Klasse nachzuholen, dann die Ausbildung im Blick haben oder sie eben absolvieren und die Kompetenzen und Ressourcen, die die Leute einfach schon mitbringen, sollten besser erfasst werden, weil sie bringen ja Kompetenzen mit. Hier ein ganz aktuelles Beispiel aus der Matz. Also den Artikel kann ich sehr empfehlen, weil es genau das widerspiegelt, was ich gerade auch beschrieben habe, dass ein studierter Betriebswirt hier ankommt und die Ausbildung nochmal komplett absolvieren muss zum Fachhandelskaufmann. Ich weiß nicht genau. Ja. In dem Artikel ist es wirklich sehr schön beschrieben und viele seiner Mitstreiter haben abgebrochen, er hat durchgehalten und er hat jetzt den festen Job hier in Rathenow. Frauen, wir haben es schon angesprochen, Frauen haben es schwieriger. Die Kinderbetreuung muss abgesichert werden, wir haben teilweise Familien mit 3 und mehr Kindern in verschiedenen Altersgruppen. Auch die Schule erwartet von Eltern Unterstützung, Elternversammlungen und so weiter, dass Kinder ihre Mappe zufriedenstellend mitbringen. Wir brauchen familienfreundliche Arbeitszeitmodelle. Wenn die Kinder betreut sind bis nachmittags um 14 Uhr, um 15 Uhr, dann sind die Betreuungszeiten meistens vorbei. Eine Mutti-Schicht gibt es einfach nicht an jeder Ecke. Also da müsste, wenn wir Leute in den Arbeitsmarkt bringen wollen, einfach nachgerüstet werden, flexible Arbeitszeitmodelle geschaffen werden. Mit Kopftuch ist es einfach schwieriger. In den Interviews habe ich gehört, viele wandern ab nach Westdeutschland in den Ruhrpott, weil man da eher mit Kopftuch an der Kasse sitzen kann. In Berlin kennen wir das auch, dass in einer schönen türkischen Bäckerei einfach auch eine schöne Bedienung auch mit Kopftuch da ist. Es ist einfach noch nicht angekommen hier in Rathenow und das ist sehr schade. Alleinerziehende Elternteile, nochmal extra schwierig. Ne? Also auch wir wissen, es braucht einfach ein familiäres Netzwerk, um flexibel arbeiten zu können. Wenn meine Kinder krank sind, bin ich sehr dankbar, wenn ich eine Mama habe, die mich unterstützt und sagt, oder noch eine Oma habe, ich kann das Kind betreuen, du kannst trotzdem arbeiten gehen, um nicht so viele Fehlzeiten anzusammeln. Traditionelle Rollenzuschreibung, ja, es gibt auch viele junge Frauen, die frühzeitig heiraten, die frühzeitig dann Kinder bekommen und eben nicht in die Ausbildung kommen, nicht in den Arbeitsmarkt kommen. Existenzgründung und selbstständige Arbeit. Da habe ich auch oft gehört, dass es einfacher war, in den Herkunftsländern zu sagen, oh, die Zeit. okay, um zu sagen, da ist ein Geschäft frei, ich frage einfach nach und kann einfach mein Lebensmittelgeschäft eröffnen. Hier gibt es einfach ziemlich viele Barrieren und Hürden im Finanzsystem, dass man überhaupt erstmal sich selbstständig machen kann. Das Ehrenamt haben wir schon gehört, werden wir auch noch mehr von hören, aber ich möchte auch noch mal die Perspektive ganz schnell untermauern, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund sehr viel ehrenamtliche Leistungen erbringen und dass dies auch eine Brücke sein kann. Also wir haben jedes Jahr die Sprachmittlerausbildung von ISA bei uns im Hause und versuchen Sprachmittlerinnen auszubilden. Es gibt viele Frauen und auch Männer, die sich in diesem Bereich sehr engagieren für Landsleute, die uns unterstützen in unserer Tätigkeit und wir sind teilweise sehr, sehr dankbar, wenn wir einen Sprachmittler haben, der mitgebracht wird oder angefordert werden kann.
Berufliche Kompetenzen. Ich habe noch mal bei uns im Familiencafé geschaut, weil wir danach fragen. Ist eine freiwillige Angabe. Aber die höchste Zahl sind die Hausfrauen. Danach kommen Näherinnen, Friseurinnen, Kosmetikerinnen, Lehrerinnen. Sie schauen mit drauf. Sie bringen also Kompetenzen mit, die wir nutzen können. So, und dann ist auch wirklich schon die Zeit. Nicht über uns, sondern mit uns sprechen. Und wir haben jemanden eingeladen, Experte in eigener Sache, Herr Adnan Khan. Und jetzt fehlt noch eine Dame, wo ich gehört habe, die kommt noch, aber ist jetzt gerade aktuell noch nicht da. Ich würde einfach sagen, wir arbeiten flexibel und beginnen unseren Dialog sozusagen. Jetzt seid ihr noch nicht verkabelt. Hä? Ja. Das. Ja, all das, was Sie gerade gehört haben, werden Sie jetzt nochmal live miterleben. Adnan Khan, bei uns in Rathenow eine feste Größe. Viele Leute kennen dich, aber stell dich doch kurz nochmal vor. Hallo, ich bin Adnan Khan. Erstmal, ich werde lieber Danke sagen zu alle jeder Organisation, die Ausländerbehörde, Sozial-, Jobcenter, Arbeitsamt, die steht immer für uns und die helft uns auf jeder Stufe. Dafür werde ich lieber erst so alle Danke sagen. Dankeschön. Ich bin Adnan Khan, ich komme aus Pakistan, 37 Jahre alt. Seit 2015, November, wohne ich in Deutschland. Und also gerade hier in Rathenow angekommen und hängen geblieben. Und ich finde hier schon ganz toll, ganz viel Liebe bekommen von Rathenow-Leute oder von Sozialarbeit, für soziale Leute oder von anderen Organisationen habe ich verschiedene Sachen mitgemacht, ganz Kleinigkeit, und damit hatte ich zurück viele Sachen bekommen. Und, ja. Ja, Adnan, du hast da, wo du herkommst, ja auch gelernt. Wie sieht Lehre eigentlich aus in Pakistan? Also wir haben dort ein anderes System. Wir machen Schule, ganz normale Schule bis 10. Klasse, dann nach der 10. Klasse gehen wir College. So wie Hochschule her. Und danach, wenn wir sind fertig, dann wir müssen eine Arbeit finden und das ist so. Also ist ganz anders als hier. Gibt es denn eine theoretische Ausbildung während dieser Arbeitszeit? Bekommt ihr ein Zertifikat? Bei uns ist ja eine Lehre ein abgeschlossenes System, ein duales System häufig, wo Theorie und Praxis nebeneinander zu einem Ganzen wachsen. Wie ist das bei euch? Also das ist bei uns was ganz anders. Also ich habe hier wirklich erstmal geschockt und mich glücklich gefühlt, dass ich hier in Deutschland, also ich habe in vier Länder gearbeitet. Das ist mein viertes Land, das wo ich arbeite. Ich habe hier besondere Sachen gesehen. Erst das Ausbildung. Das gibt nicht irgendwo bei uns, dass die Stadt macht dich fertig oder die Gesetz hat eine Grund für deine Zukunft zu bauen. Und wir müssen da bei uns wirklich alles selbst bauen. Also ist was anderes. Wir haben keine Ausbildung. Wir müssen Schule machen, College machen, Universität machen. Danach, wenn ich zum Beispiel das, was ich gelernt habe, das Job finde ich nicht, dann muss ich was anderes suchen. Aber dafür brauche ich keine Ausbildung. Also das muss ich selbst suchen. Adnan, was hast du gelernt, nachdem du deine Schule abgeschlossen hast? Also ich habe beim 16 Jahre erst angefangen als Klempner zu lernen und Klempner habe ich gelernt, aber so ist nicht hier, so wie hier. Hier man macht offizielles Ausbildung, geht zur Schule, dann Praktika, wieder Schule, wieder in Woche man hat zwei verschiedene Wege zur Firma und dann zur Schule. Da habe ich in einem kleinen Laden gelernt, also mit einer kleinen Gruppe, da wo die Verträge kriegt von kleinen Häusern.
und die macht da Arbeit und da hatte ich erstmal als Helfer, also als Helfer gearbeitet und damit habe ich gelernt. Und danach hast du auch in anderen Ländern gearbeitet, hast du dort Zertifikate, also hast du dort Ausbildung erfahren, die dir hier weitergeholfen hat? Ich habe verschiedene Erfahrungen gehabt, zum Beispiel das Ausbildung oder ein Zertifikat zu haben. Ich habe für einen Job versucht in Pakistan, für Staat arbeiten. Da hatte ich mir also schneller das Zertifikat gebraucht, aber war nicht möglich, weil ich habe Erfahrung gehabt mit der Arbeit, aber ich habe gar keine Papiere gehabt in Hand. Und dafür muss ich dann mit Pakistan Lokomotiv Factory, also da wo die Bahn bauen oder Schiene bauen, Zug bauen, da hatte ich extra dann Ausbildung gemacht als Klempner für 8 Monate und da habe ich dann ein kleines Zertifikat bekommen. Hat dich irgendwann jemand hier in Deutschland nach deiner Ausbildung gefragt, nach einem Zertifikat? War das hilfreich oder war das gar nichts, was gebraucht wurde? Also ich würde lieber sagen, in Deutschland, jeder Mensch hat einen Beruf. Jeder Mensch ist ausgebildet. Das finde ich toll. Und wenn ich hier angekommen bin, das hat mir ein bisschen komisch gefühlt, weil ich vor die Leute, weil die alle Ausbildung hat und also viele gelernt hatte, ich habe mich erstmal null gefühlt. Also ich muss von null anfangen, aber trotzdem habe ich versucht, aber ich wurde gefragt. Bei jeder Personalgespräch würde ich gefragt, was hast du gelernt, was hast du Papier und was hast du von Erfahrung. Ja. Und trotzdem hat dir der Zufall mehr geholfen als dein Zertifikat? Ich bin so ein flexibler Mensch, ich kann alles machen. Ich habe von 2001 angefangen zu arbeiten. Ich habe verschiedene Sachen gelernt. Und ich habe 8 Sprachen gelernt und damit hatte ich verschiedene Länder gearbeitet und verschiedene Kulturen gelernt. Und ich würde persönlich sagen, bei mir, wenn ich gehe zum Beispiel zu einem Personalgespräch, ich habe 3 Minuten nur. In 3 Minuten bekomme ich meinen Vertrag. Dafür würde ich lieber Danke sagen zu meinem Gott, dass Gott hat mir so Talent gegeben. Und ja, ich habe jetzt von hier auch verschiedene Sachen gelernt, beim Gastronomie gelernt, in der Automotive gelernt, beim anderen Firma gelernt, also kleine Ausbildungen gemacht. Wären Unternehmer auf dich zugekommen oder musstest du dich auf den Weg machen und Leute finden, die dir eine Arbeit anbieten? Wie war es? Wie hast du den ersten kennengelernt, der dich mit in den Arbeitsmarkt genommen hat? Also als ein Mensch von anderen Land zum Beispiel, ich will nicht Ausländer sagen, aber ich habe mir hier ganz sicher gefunden. Hier gibt Organisation oder Jobcenter oder Arbeitsamt. Ich hatte meinen Job verloren, das erste Mal. Ich habe zum Arbeitsamt gegangen. Sie hat mir ausgedruckt, also das war für mich richtig helfbar. Sie hat für mich ausgedruckt verschiedene Firmen, Kontaktnummer, E-Mail und welche Stelle sind da frei. Und außerdem hatte ich auch auf Internet gesucht, wenn zum Beispiel jemand sagt, da gibt keine Arbeit in Deutschland, ich würde sagen, der lügt. Sorry zu sagen. Aber wenn jemand will arbeiten, ich stehe hier und ich sage ihm, gib mir jetzt die Papiere, ich gebe ihm einen Job. Ich bin selbst eine Mitarbeiter in einer Firma, aber Arbeit zu finden in Deutschland, wenn man selbst will, ist ganz, ganz einfach. Erzähl doch mal, wo warst du schon überall angestellt? Ich hab dich als Kellner kennengelernt, aber viele kannten dich viel früher. Du warst in der Oase, hast dort Kontakte zu Gleichaltrigen aufgenommen, hast über diesen Weg eben etwas gezeigt und der Zufall hat es ja gezeigt, du hattest in der Küche dort gearbeitet bei der Oase und hast Gemüse geschnitten in einer Art und Weise, wo ein Koch sofort angesprungen ist, aber das kannst du ja selber erzählen. Das war, also ich werde lieber auch dankbar sagen, so nochmal die Leute von Oase zum Beispiel, also die haben uns beim Ankommen, ich konnte gar keinen Satz sprechen auf Deutsch, aber ich habe immer versucht, mit den Leuten zu unterhalten, quatschen, erzählen, teilen
und hören und lernen, weil damit baue ich meine Zukunft. Und ich habe immer versucht, in Oasis so mit den jungen Leuten aktiv zu sein und davon versuchen, was zu lernen. Die haben mich einmal eingeladen und die wollte da solche Burgers machen. Also der Besitzer von dem Restaurant war hier und der Restaurantleiter war da. Die haben irgendwas vorbereitet, mitgebracht. Aber was müssen wir auch dort beim Oase fertig machen? Und da habe ich gesagt, ich will lieber auch helfen. Die haben mir Messer gegeben und Gemüse gegeben, Gurken, also Salat zu machen, Tomaten und so. Ich bin angebaut, tak, 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 tak. Der kommt, der Besitzer mir und sagt, was hast du gearbeitet? Ich habe gesagt, ich habe als Koch gelernt in Saudi-Arabien. Du bitte nach den sofort zu mir treffen. Wir treffen uns so. Und das war meine erste Stufe, habe ich ihn getroffen. Er hat mir sofort gesagt, du kannst mit mir arbeiten. Und ich konnte gar kein Deutsch sprechen. Da habe ich angefangen auf Arbeit 2006 in Früh. Und das, was ich jetzt gerade spreche, das habe ich nicht von Schule gelernt. Ich habe A1 gemacht 2006 in Anfang. Aber ich sage euch, dass ich habe nicht von Integration, sorry, Integrationskurs so viele gelernt. Ich habe selbst so eine Wurm, dass ich lieber mit jeder quatschen. Ich habe am Tresen gearbeitet und ich habe mit jeder Mensch irgendwas gesprochen. Und das hat mir zu viel gebracht. Ja, aber du bist trotzdem nicht in der Gastronomie geblieben. Du hast mittlerweile eine Familie, auch eine Familie zu versorgen. Musst also immer zusehen, dass du irgendwo einen Beruf findest oder einen Job, der dich zum einen glücklich macht und der dich zum anderen deiner Familie näher bringt. Du hattest ja zeitweise lange Wege bis zur Arbeit. Michael Schönberg war ein guter Sozialarbeiter. Er hat mir für verschiedene Sachen geholfen. Das war, also ich persönlich wollte mein Selbstständig machen. Ich bin ein Koch, ich kann was, dann warum nicht? Also ich will lieber ich versuche mir mal ein bisschen Geld zu sparen, sorry, und in Zukunft mehr was zu machen. Ich habe verschiedene Erfahrungen und ich will das Erfahrungen und alles benutzen. Und ich spreche 8 Sprachen. Ich bete euch auch, wenn ich habe auch Arbeit. Ich weiß, ich sage nicht, das gibt mir irgendwo einen Job, aber ich will lieber, wenn ich euch helfen kann für jede Organisation, ich will lieber immer da. Also kann ihr jederzeit mir anrufen oder fragen. Ich werde immer kommen und helfen. Und ja, für. Ich habe hier in Restaurant gearbeitet, beim Gastronomie, 2 Gastronomie hier gearbeitet, mir ein bisschen, also ich war richtig glücklich auf den Arbeit. Ich habe meinen Job geliebt, weil ich war auf meinen, das was ich habe gelernt, da war ich genau. Und sorry, da war wirklich falsche Sache gewesen, nicht von meinem Arbeitsgeber, aber von meinem Restaurantleiter hat so falsche Sache gewesen. Zum Beispiel, wir sind so Leute, wir sind von anderen Ländern gekommen, wir haben richtig Schmerzen gesehen. Wirklich, das ist so. Ich habe in meinem Leben so Sachen gesehen, wenn bringt mir jemand eine kleine Blume oder zum Beispiel nur Danke sagen, das bringt mir richtig so viel. Ich komme mit einer ganz großen Kiste Bier, da sind Bier drin, da sind verschiedene Flaschen drin. Da stehen 2, 3 Leute vor der Tür, aber ich muss mir den runterstellen, mir die Tür aufmachen, mit dem Fuß festhalten, wieder den hochnehmen und reinbringen. Ich hatte mich richtig dort gebrochen gefühlt, weil ich gucke, da steht 3 deutsche Leute vor mir, die haben noch mehr Sachen gelernt als ich, die haben noch mehr Erfahrung, die sagen, dass wir haben noch, aber warum macht ihr so? Ich habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen, Arbeitgeber sagt mir, ja, ist okay, alles gut, wurde alles okay. Ich habe wirklich 1 Jahr, 8 Monate festgehalten, also weitergemacht, aber trotzdem irgendwo war zu Ende. Und danach hatte ich beim Wustermal gearbeitet, da hat auch, habe ich wirklich, also ich sage nicht, dass alle Deutsche sind böse zu uns. Ich habe niemals so eine böse Mensch gesprochen, dass wer hat mir böse Wort gesprochen. Aber manche Leute haben mir so Gefühle gegeben, dass ich bin wirklich in einem fremden Land.
ich 2 Jahre habe ich in einer Firma gearbeitet, ich sage nicht meinen Namen oder der Firma, aber da war ein Mensch, ich sage jeden Tag Hallo und er hat eine Antwort gegeben, weiter Ausländer. Ich komme einmal und spuckt er vor mir. Er hat vor mir gespuckt, tu. Ich sage Hallo, meine Kultur, meine Religion und das, was ich das ganze Leben Erfahrung gehabt, dass alle sagen mir, dass das, was du gemacht hast, das ist richtig respektlos. Ich weiß nicht, was deine Religion dir sagt. Er sagt mir richtig mit so einem Gesicht, dass ich halt Angst gehabt von ihm. Er sagt mir, das ist auch scheiße, wenn ihr seid in unserem Land und nehmt unser Geld. Ich habe mir wirklich so klein gefühlt und habe ich auch trotzdem 2 Jahre also durchgehalten und gearbeitet. Dann kommt Corona und dann nach den, mit den Corona, die soll es 30% Leute so wegen wenig Produktion raus und dann wir sind auch rausgekommen. Nun bist du aber in Rathenow, ich habe das Zeitzeichen sehr wohl wahrgenommen und machst wieder einen völlig anderen Beruf, den du eigentlich nicht gelernt hast. Vielleicht die letzten Worte, weil du bist ja nachher im Arbeitskreis für jedermann auch noch ansprechbar. Du hast jetzt also am Ort deiner Familie auch einen Job gefunden. Ja. Als ein neues Ding zu lernen, ist immer gut, ist nicht nur für mich, ist für jeder Mensch. Wir sagen, lern ein Ding, versteck dich, mit dir. Irgendwann im Leben brauchst du das. Ich finde das interessant, verschiedene Sachen zu lernen. Ich habe was jetzt gerade gefunden, ist ganz näher zu meiner Familie. Ich habe mehr Zeit für meine Familie. Aber zweite Sache, dass ich da glücklich bin. Da ist ein guter Team, wirklich guter Team. Mein Betriebsleiter kommt jeden Tag früh und er sagt jeder Mensch Hallo, guten Tag. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen nicht so viel Geld, wir brauchen Respekt. Und das Respekt gibt uns noch mehr Energie zu arbeiten und weiter zu bleiben. Das ist ein schönes Schlusswort für diese kleine Runde. Ja, wie gesagt, Adnan ist noch eine ganze Weile bei uns und ihr könnt ihm Fragen stellen. Er hat ganz viele Erfahrungen, die wir selbst nicht gemacht haben. Einiges hat er angedeutet. Der Alltag in Betrieben ist nicht immer nur leicht und der geht nicht nur um die Produktion und um das Produkt, was man am Markt anbietet. So ein Arbeitsplatz ist auch immer ein soziales System, was funktioniert oder weniger gut funktioniert. Es ist ein Stückchen was losgetreten von der Emotion und vom Wissen. An der Stelle mache ich hier einen Cut und hoffe, es hat Sie interessiert. Hallo, wieder schön, dass Sie alle da sind. Ich gebe jetzt den Wort für unsere erste Vertreter, also ist von der Wirtschaftsregion West-Brandenburg, Frau Freier jetzt und ihre Kollegin Frau Tede. Bitte schön. Funktioniert die Mikro? Wollen wir? Hören Sie mich alle? Ja. Jetzt ist angegangen. Ja, schön, dass wir uns heute hier bei Ihnen in der Runde vorstellen können. Mein Name ist Jenny Freier, ich arbeite für die Wirtschaftsförderung der Stadt Rathenow und gehöre zum PIM der Wirtschaftsregion Westbrandenburg. Ich werde Ihnen einführen, kurz mal erklären, was die Wirtschaftsregion Westbrandenburg überhaupt ist. Und dann übernimmt meine Kollegin Frau Tiede von der Wirtschaftsförderung der Stadt Brandenburg, denn Frau Tiede betreut unsere Studien- und Berufsorientierungsmaßnahmen und das wird heute bei Ihnen in der Runde unser Schwerpunkt sein. Ja, kurz zur Wirtschaftsregion Westbrandenburg. Was ist die Wirtschaftsregion Westbrandenburg überhaupt? Das ist ein Zusammenschluss der 3 Kommunen der Stadt Brandenburg, der Stadt Premnitz und der Stadt Rathenow. Das ist eine interkommunale Kooperation, die auf Freiwilligkeit basiert. Und unterstützt werden wir noch von dem Landkreis Havelland, der uns dann immer in den Runden mit bei uns begleitet. Gemeinsam arbeiten die Partner bereits seit über 10 Jahren zusammen. Also die Wirtschaftsregion fing als kleines Projekt an und hat sich mittlerweile über die Jahre etabliert. Das Ganze wurde immer von einem externen Projektbüro begleitet, die Maßnahmen umgesetzt haben. Und seit letztem Jahr, seit Oktober, haben die Kommunen sich langfristig für dieses Projekt ausgeschrieben. Also am 21. September 2020 haben sie
zum Abschluss eine unbefristete Kooperationsvereinbarung geschlossen, um dieses Projekt weiterhin aufrechtzuerhalten. Und so haben wir in den Kommunen ein bisschen Personal aufgestockt und sind jetzt eigenständig dafür verantwortlich. Und daher sitzt in jeder Stadt auch ein Ansprechpartner für Sie, der für die Wirtschaftsregion Westbrandenburg arbeitet. Wir haben verschiedene Schwerpunktthemen. Wir haben einmal das Thema Kooperationsmanagement. Das dient unserer eigenen Organisation. Dort finden Steuerungsgruppensitzungen statt. Wir haben das Projektbüro, das wir jetzt selber leiten, also in den einzelnen Teams und Mitarbeitern der einzelnen Kommunen. Und wir haben verschiedene Arbeitskreise, zum Beispiel den Arbeitskreis Gründung, den Arbeitskreis Nachfolge, den Arbeitskreis Bestand und den Arbeitskreis Berufsorientierung, wo wir mit verschiedenen Partnern, mit dem einen oder anderen auch vielleicht im Raum, dann immer wieder enger zu bestimmten Themen zusammenarbeiten. Wir haben natürlich Regionalmarketing, wo wir uns auf unserer Homepage mit unseren Themen dann präsentieren können. Wir haben verschiedene Social-Media-Kanäle, worauf Frau Tiede am Ende unserer Präsentation noch einmal eingehen wird. Und wir haben den Newsletter, der viermal im Jahr erscheint, wo wir immer über unsere aktuellen Themen und Veranstaltungen informieren. Ein weiteres großes Schwerpunktthema ist das Flächenmanagement. Da setzen wir uns mit dem Thema Vermarktung der Region auseinander, mit Investorenakquise, Förderung regionaler Wertschöpfungsketten, also alles, was auch Thema der Wirtschaftsförderung vor allem dann in unserer Region betrifft. Und ein ganz großes Thema bei uns, und das hat bis jetzt auch die meiste Aufmerksamkeit in den letzten Jahren bei den Unternehmen dann auch gebracht, ist das Thema Fachkräftesicherung. Deswegen sind wir natürlich auch heute hier. Und da haben wir ganz verschiedene Ansätze in der Berufs- und Studienorientierung, in der Fachkräftekampagne Stell dich ein, die im nächsten Jahr kommen soll. Letztes Jahr sollte eigentlich Premiere sein durch die Corona-Pandemie, wurden wir da leider ein bisschen ausgebremst. Aber da können Sie sich alle dann nächstes Jahr auch auf unsere neue Fachkräftekampagne freuen. Und natürlich auch die Unternehmensnachfolge ist bei uns ein großes Thema, denn bestehende Betriebe wollen wir in der Region halten und natürlich auch nach Beendigung des Geschäftsführers auch weiterhin erfolgreich dann hier in der Region etablieren. Damit Sie uns mal alle sehen, ein Team. Unser Team ist recht groß. Sie sehen hier mal ein kleines Foto von uns. Herr Tebling ist auch mit da drauf und Frau Fürlich, die heute auch von der Stadt Premnitz mit dabei ist und als Ansprechpartner für Sie natürlich hier heute auch zur Verfügung steht. Und dann noch ein kleiner Abriss Veranstaltung. Welche Veranstaltungen stehen bei uns natürlich in der Wirtschaftsregion Westbrandenburg noch an? Heute sind wir hier Arbeitskreis Migration Westhaveland. Wir haben am 11.09. den Berufemarkt Westbrandenburg digital, am 15.09. das Nachfolgeforum Westbrandenburg, am 25.09. die sogenannten offenen Unternehmensbesuche 2021, am 26.10.2021 die Hybridveranstaltung mit dem DABB Zukunftszentrum und am 16.11.2021 den Gründertag Westbrandenburg. Das liegt alles bei uns mit in der Koordination. Es gibt auch noch ein weiteres Netzwerk, das uns sehr stark bei der Umsetzung der Veranstaltungen unterstützt. Das ist das Netzwerk Unternehmenskultur Westbrandenburg, die dann in den einzelnen Arbeitskreisen mit uns sehr aktiv sind. Und ein kleiner Ausblick aufs nächste Jahr und hoffentlich dann nicht mehr digital, sondern in Präsenz haben wir schon den 24.09. am 24. September 2022 findet dann der Berufemarkt Westbrandenburg wieder statt und am 15.10.2022 dann die offenen Unternehmensbesuche. Ich wollte Ihnen nur einen ganz kurzen kleinen Überblick über uns geben, über unsere Region, über unsere Partner und Frau Tiede wird Ihnen jetzt im Einzelnen über die einzelnen Studien- und Berufsmaßnahmen, die wir in der Wirtschaftsregion Westbrandenburg durchführen und organisieren, ein bisschen Näheres erzählen. Herzlichen Dank. Ja, ich möchte Sie natürlich auch nochmal herzlich begrüßen und mich beim Arbeitskreis Migration bedanken, dass wir unsere Angebote in diesem Rahmen einfach mal vorstellen können. Frau Freier hat ja bereits die Teilprojektbereiche der Wirtschaftsregion Westbrandenburg vorgestellt und ich gehe jetzt nochmal direkt auf die Fachkräftesicherung ein, wo ein großer Teil unserer Arbeit im Bereich der Berufs- und Studienorientierung liegt.
Wir haben eine Ausbildungskampagne, die heißt Was willst du lernen? Und damit bieten wir jährlich, Frau Freier hatte das auch schon gesagt, den Berufemarkt West-Brandenburg und die offenen Unternehmensbesuche an und haben auch viele Veröffentlichungen zum Thema Ausbildungs-, Studien- und Praktikumsangebot in der Region. Wenngleich es keine speziellen Angebote für Migranten gibt, sind die aber hier eingeschlossen in alle Maßnahmen. Also wir schließen da keinen aus, denn unsere Maßnahmen richten sich vor allem an Schülerinnen ab der 8. Klasse, also an alle ab der 8. Klasse, Interessierte und Unternehmen aus der Wirtschaftsregion West-Brandenburg. Diese Angebote sind auch für alle kostenfrei. Und gern möchte ich jetzt nochmal auf die einzelnen Maßnahmen eingehen. Wir beginnen mit dem Berufemarkt West-Brandenburg. Der Berufemarkt findet in der Stadt Brandenburg an der Havel schon seit 1999 statt. Organisiert wird dieser vom Koordinierungskreis Berufsorientierung, wo Vertreter von Unternehmen, Schulen, Institutionen und natürlich auch den Verwaltungen enthalten sind oder teilnehmen. 2014 mit der Kooperation dann der Wirtschaftsregion West-Brandenburg wurde der Berufemarkt dann auch auf die Städte Rathenow und Premnitz ausgeweitet. Und was damals mit 20 Unternehmen in einer städtischen Schule begonnen hat, ist mittlerweile mit durchschnittlich 120 Ausstellern und 3.500 Besuchern zu einer der größten Messen im Land Brandenburg hat sie sich entwickelt und halt auch etabliert. Der Berufemarkt ist keine typische Karrieremesse, also wie Sie das kennen, wo es darum geht, Ausbildungsplätze oder Ausbildungsverträge abzuschließen, sondern bei uns liegt der Fokus eindeutig auf Berufs- und Studienorientierung. Das heißt, wir wollen den Jugendlichen ab der 8. Klasse das vielfältige Ausbildungs- und Studienangebot vorstellen der Region, ne, mit dem Ziel, sie hier vor Ort auszubilden und natürlich auch vor allem hier in der Region zu halten. Das Konzept sieht hier auch vor, dass die Auszubildenden der Unternehmen, die den Jugendlichen die Berufs- und Studienmöglichkeiten vorstellen und einfach um auf Augenhöhe zu kommunizieren, weil es doch einfacher ist, mit einem Jugendlichen zu sprechen, der das Alter so einigermaßen zumindest hat wie mit einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin. Nachdem in 2020 der Berufemarkt pandemiebedingt ausfallen musste, führen wir in diesem Jahr mit der IHK Potsdam und ihrer Kampagne Mache es in Brandenburg erstmals virtuell statt. Also da handelt es sich auch um ein Pilotprojekt, das ist für uns das erste Mal. Man sieht auch an den Ausstellerzahlen, also mit 56 Unternehmen jetzt, dass es halt nicht so angenommen wird, diese virtuellen Geschichten, diese digitalen Geschichten wie eine physische Messe. Das mag vielfältige Gründe haben, aber vor allem, glaube ich, ist der Unterschied, dass die Schüler bei diesem Format aktiv werden müssen und bei einer Messe ist es doch eher andersrum, dass die Unternehmen auf die Schüler zugehen. Und das mag vielleicht ein Hinderungsgrund sein, warum das nicht so angenommen wird wie eine normale physische Messe. Dennoch freuen wir uns natürlich auf den Berufemarkt West-Brandenburg, der jetzt am 11. September stattfinden wird und sind schon sehr gespannt. Kommen wir zu den Unternehmensbesuchen. Und zwar haben wir seit 2015 im Nachgang zum Berufemarkt West-Brandenburg Unternehmensbesuche, bei denen die Jugendlichen die Ausbildung und ihre Tätigkeiten dann direkt im Unternehmen sich anschauen und halt erleben können. Also die sollen was ausprobieren auch, dass es einfach hängen bleibt. Und bei den Unternehmensbesuchen Schau mal vorbei, die wir seit 2015 gemacht haben, konnten sich die Teilnehmenden für eine von 9 geführten Branchentouren entscheiden. Und sich dann halt auch anmelden, nur auf dem Berufemarkt West-Brandenburg. Am Mittwoch nach dem Berufemarkt wurden dann die Teilnehmenden mit Bussen jeweils zu 3 bis 4 Unternehmen der ausgewählten Branche gefahren und erhielten so einen Einblick in die Unternehmen. An diesem Format konnten maximal 35 Unternehmen und ungefähr 70 Schülerinnen, Schüler, Interessierte teilnehmen. In diesem oder im letzten Jahr konnte das halt auch pandemiebedingt nicht in der gewohnten Form durchgeführt werden und stattdessen wurde gemeinsam mit dem Koordinierungskreis Berufsorientierung die offenen Unternehmensbesuche konzipiert. Das heißt, dass die nicht mehr in die Unternehmen gefahren werden mit Bussen, sondern dass die Teilnehmenden sich ihre Tour selbst zusammenstellen konnten. Also die konnten über 40 Unternehmen 3 sich auswählen, in diesem Jahr sind es 2, und konnten dann eigenständig in die Unternehmen fahren an diesem Tag.
Die Anmeldung sowohl der Unternehmen als auch der Jugendlichen erfolgte seitdem dann über ein Anmeldetool, weil man die Messe ja dann nicht mehr hatte. Und sowohl für die Unternehmen als auch für die Schüler. Ja. Insgesamt konnten die Jugendlichen dann, nicht mehr als 250, mit mehr als 250 Teilnehmern wurde entschieden, halt dann das neue Format zu übernehmen und die Schau mal vorbei Besuche dann abzulösen. Weil man einfach gemerkt hat, man kann mehr Unternehmen erreichen und halt auch mehr Teilnehmer die Möglichkeit geben, sich die Unternehmen dann an einem Tag anzugucken. Wir haben in diesem Jahr erstmals auch eine Challenge eingeführt, und zwar die Find Your Job Challenge, die beide Veranstaltungen so ein bisschen vernetzt. Also das heißt, wir nutzen es so ein bisschen als Cross-Marketing-Kampagne, um den Schülern, die sich mit dem Thema Berufs- und Studienorientierung noch gar nicht beschäftigt haben, einfach mal so einen kleinen Anreiz zu schaffen, ne, mit Preisen. Frau Fürlich ist da, Frau Freier ist da federführend in der Stadtrate nur für zuständig und versucht massiv mit Frau Fürlich Preise einzuwerben von den Unternehmen, die an den offenen Unternehmensbesuchen teilnehmen. Und das läuft so ab, dass die Schüler beide Veranstaltungen möglichst natürlich besuchen sollen, es ist eine Selfie-Aktion direkt für die Zielgruppe. Und sie können halt dann drei Unternehmen noch an dem in den Veranstaltungen zwischen dem Berufemarkt und den offenen Unternehmensbesuchen besuchen und können dort eine Aufgabe erfüllen und damit auch Punkte sammeln. Und am Ende, wenn sie vier Punkte erreicht haben, fünf Punkte erreicht haben, dann nehmen sie an der Verlosung teil. Um einfach zu gucken, dass wir die anderen Jugendlichen, die wirklich noch sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen, zu motivieren, sich doch mit ihrer Zukunft zu beschäftigen. Ja, hier ist nochmal das Plakat abgebildet, also unsere Veranstaltung am 11. September, der Berufemarkt Westbrandenburg Digital und die offenen Unternehmensbesuche, die dann 14 Tage später stattfinden. Neben den Veranstaltungen geben wir auch jährlich im September eine Ausbildungsbroschüre heraus, in der das vielfältige Ausbildungs- und Studienangebot in der Region von den Unternehmen halt vorgestellt wird. Für eine zielgruppengerechte Ansprache haben wir in diesem Jahr verstärkt, aber auch vor allem für die kommenden Jahre wollen wir auf das Thema einfache Sprache eingehen, weil das bringt uns nichts, wenn die Unternehmen sich vorstellen und der Jugendliche eigentlich überhaupt nicht versteht, was da gemacht wird. Oder man hat ja nur diesen kleinen Einblick, das ist eine Seite. Frau Freier kann ja mal die Broschüre kurz aufzeigen und dann sollten Sie doch schon einfach eine einfache Sprache verwenden, dass die Jugendlichen wirklich daraus direkt sehen und erkennen können, was ist meine Aufgabe. Erstmals in diesem Jahr haben wir dann auch die magische Grenze geknackt und freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr den Schülerinnen und Schülern Ausbildungs- und Studienangebote von über 100 Unternehmen präsentieren können. Die Broschüre wird natürlich selbstverständlich bei unseren Veranstaltungen, sofern sie physisch möglich sind, in diesem Jahr also bei den offenen Unternehmensbesuchen verteilt und gehen aber auch direkt in die Schulen. Zusätzlich für die Schüler haben wir auch Visitenkarten im letzten Jahr das erste Mal gedruckt, die mit einem QR-Code versehen waren, um direkt zur Online-Ausgabe zu kommen. Ne? Also Hintergrund ist einfach, dass die digitale Welt immer mehr wird, ne? Und gerade auch die Schülerinnen und Schüler vom Papier her eher weniger haben wollen und einfach mit einem Klick direkt das Angebot auf einen Blick haben wollen. Dann, die Suche nach einem Praktikumsplatz ist durch die Pandemie halt noch ein größeres Thema und vor allem ein schwierigeres Thema, also man kann schon fast sagen Problem. Und mit der Anmeldung für unsere Berufs- und Studienangebote fragen wir auch immer ab, ob sie Praktikumsplätze anbieten. Auch natürlich Ferien- und Studienangebote, aber es geht fokussiert halt auf die Praktikumsplätze. Durch die Pandemie können halt viele nicht mehr Praktikumsplätze anbieten oder nur wenige. Und da haben wir auf der Internetseite der Wirtschaftsregion Westbrandenburg, also unter Was willst du lernen, drei Praktikumslisten, regionale Praktikumslisten nach den Städten und nach Branchen sortiert. Also, dass die Schülerinnen und Schüler der Region einfach einen Anhaltspunkt haben, wer bietet Praktikumsplätze an.
Und wir brauchen natürlich, um unsere Studien- und Berufsorientierungsangebote bekannt zu machen, und haben wir eine Internetseite, waswillstdulernen.de. Die ist bei der Hauptseite der Wirtschaftsregion Westbrandenburg zu finden. Und wir haben drei Social-Media-Kanäle, und zwar Facebook, Twitter und Instagram, also für unsere Ausbildungskampagne. Es gibt halt für die Wirtschaftsregion noch weitere, aber die sind für die Zielgruppe und ich sag mal unsere Hauptzielgruppe, die Jugendlichen ab 13, da sind die halt eher bei Instagram zu finden und den Kanal nutzen wir auch am häufigsten. Gegenwärtig ist mein Kollege Herr Krumbiegel auch dabei, mit den Unternehmen Repost-Vereinbarungen abzuschließen, um einfach Beiträge zu teilen, also teilen zu dürfen und damit halt mehr Reichweite zu schaffen. Ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und als Multiplikator fungieren für unsere Angebote. Und wir stehen natürlich jetzt und im Nachgang auch an unserem Stand noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Fragen dazu? Also sprachlich, ich sag mal, Englisch ist es auch. Aber wenn ich dazu eine Anmerkung machen darf, vielleicht können wir was sagen zum Thema einfache Sprache. Sie sind der Profi. Genau. Wir hatten dazu schon Veranstaltungen und Beratungsgespräche, weil manche Darstellungen halt relativ schwer verständlich sind. Nochmal zu schauen, wie können bestimmte Begriffe, bestimmte Satzkonstruktionen so weit vereinfacht werden, dass sie leichter erfassbar sind. Das gerade jetzt, glaube ich, läuft gerade ein Prozess für die nächsten Veröffentlichungen. Ja. Und ich glaube, das könnte ganz hilfreich sein. Insbesondere halt bei der Ausbildungsbroschüre. Genau, ja, bei der Ausbildungsbroschüre. Aber das ist auch ein Prozess. Ja, absolut. Weil wir mit so vielen, also über 100 Unternehmen zusammenarbeiten und die liefern uns natürlich ihre Texte. Und jeder kennt so eine Ausschreibungstexte. Da wissen wir selber manchmal nicht, was für einen Platz sie anbieten. Aber wir können natürlich auch nur sensibilisieren. Also unser Part ist an der Stelle zu sensibilisieren. Wir haben uns jetzt eben auch weitergebildet im Workshop, um eben auch Tipps und Tricks weitergeben zu können. Aber das ist, denke ich, auch ein langwieriger Prozess, dort eben auch den Ansatz zu finden, dass die Unternehmen eben auch damit uns enger zusammenarbeiten, um die einfache Sprache auch in unserer Ausbildungsbroschüre und in auf unseren Webseiten dann mit darstellen zu können. Also wir sind noch nicht perfekt, wir starten, aber wir wollen anfangen und irgendwo muss man ja anfangen. Und das wird unser erster Ansatz sein. Danke. Ja, weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, mein Name ist Burkhard Krüger. Ich vertrete die Hafenlandkliniken hier und wir haben jetzt im Ausbildungsjahr für Oktober gestartet, im Ost- und Havelland Auszubildende gesucht. Was mich verwundert hat, dass wir im Osthavelland mehr Auszubildende gefunden haben als im Westhavelland. Was deswegen, weil wir natürlich auch im Speckgürtel liegen von Berlin. Wie ist denn Ihr Gefühl, Verhältnis Auszubildende? Interesse an Auszubildung, wie viele Ausbildungsplätze sind noch offen im Westhavelland, die nicht besetzt werden konnten. Wie ist Ihr Gefühl von den Zahlen, von der Gefühlslage? Also von den Zahlen her ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, bei uns halt fokussiert sich das auf Berufs- und Studienorientierung. Also wir beginnen ab der 8. Klasse und haben jetzt nicht im Blick oder den ersten Fokus darauf, Ausbildungsverträge abzuschließen. Und von daher ist es relativ schwierig, Ihre Frage zu beantworten, wie der Eindruck ist, selbstverständlich, dass die Unternehmen zunehmend Probleme haben bei der Besetzung der Ausbildungsplätze. Und damit wollen wir natürlich auch bieten wir auch diese Messe an und die anderen Produkte, die wir mit im Sortiment haben. Aber dass man jetzt konkret sagen kann, durch den Berufemarkt, durch die Unternehmensbesuche erfolgt jetzt die Ausbildungsplatzvergabe nicht, ist nicht. Aber die Havelland-Kliniken sind bei unseren Angeboten immer mit dabei. Und wir hoffen natürlich, dass es
zunehmend dann dazu führt, dass auch Ausbildungsplätze besetzt werden. Sie haben am 11. September eine Veranstaltung. Ja. Wo wird sie stattfinden? Virtuell, digital über, so. Über die, ich sag mal, die IHK Potsdam hat ein Messetool entwickelt und die Kampagne dazu heißt Mach es in Brandenburg. Und wenn Sie www.mach-es-in-brandenburg eingeben, dann kommen Sie zu diesem Messebereich und da gibt es nicht nur den Berufemarkt Westbrandenburg, sondern viele Messen, die in der Region hier stattfinden, die virtuell abgehalten werden. Alles klar, danke schön. Sie können aber auch auf unsere Webseite gucken, da haben wir natürlich dann alle Schritte nochmal erklärt, wie Sie daran teilnehmen können genau. Und wie Sie dann auf dieses Tool zugreifen. Hallo, ich habe auch eine Frage und zwar, wie es ist mit älteren Menschen mit der Ausbildung, also die jetzt zum Beispiel aus Eritrea kommen ohne Zeugnisse und ohne, ja, wie können die in die Ausbildung gelangen? Was müssen Sie da für Voraussetzungen bringen? Müssen die tatsächlich erst noch wirklich 8., 9., 10. Klasse hier nachmachen? Oder? Ja, also ich denke, da sind wir gerade der falsche Ansprechpartner. Die Ansprechpartner sitzen, glaube ich, hier im Raum. Da hoffe ich für Sie, dass Sie da nochmal vielleicht Rücksprache halten können. Für uns ist wichtig, dass wir ab der 8. Klasse orientieren, egal wen und wohin. Und die Feinabstimmung natürlich mit den Unternehmen stattfindet. Wir bieten sozusagen die Plattform der Kommunikationsvermittlung. Wir sagen, es gibt die und die Firma, die bietet die und die Plätze an. Hier ist der direkte Ansprechpartner. Das ist sozusagen der Bereich, den wir übernehmen können. Und die Schritte danach müssen von anderen Stellen begleitet werden, weil wir das in dem Rahmen von den Maßnahmen, die wir jetzt hier vorgestellt haben, natürlich nicht leisten können. Und es gibt natürlich hier im Raum gerade heute die entsprechenden Ansprechpartner, die sich intensiv damit auseinandersetzen, die wir dann natürlich immer weiter vermitteln, wenn solche Ansprachen kommen. Sehr gut. Ach na. Na, dann haben wir doch schon den passenden Ansprechpartner heute genau. Im Raum gefunden. Sehr schön. Ja, weitere Fragen? Ja, ich komme. Ihr Angebot ist konzipiert für Schüler ab der 8. Klasse. Aber haben Sie Informationen, wie viele davon Frauen sind und wie viele, Sie haben auch gesagt, dass das richtet sich an Menschen mit Migration oder Biografie, haben Sie Informationen zu wie viele Menschen ungefähr mit Migration, Biografien und Frauen davon profitieren? Darüber haben wir leider keinen Einblick, sage ich mal, oder keinen Überblick, weil es geht wirklich darum, dass wir alle orientieren. Das spielt keine Rolle, ob derjenige einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Sie können sich alle informieren und wie Frau Freier auch schon gesagt hat, der Rest, was dann wirklich dazu führt, dass man einen Ausbildungsvertrag bekommt, der muss dann im Unternehmen und natürlich auch von den Agenturen begleitet werden. Und von daher, nein, haben wir nicht. Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht im Raum. Dann sagen wir herzlichen Dank, Frau Thiede, Frau Freier. Und Sie bleiben uns ja noch erhalten. Ja. Wir ja. können noch weiter mit Ihnen ins Gespräch kommen. Danke. Ja. So, dann würde ich jetzt ankündigen, die nächste Vortragende, Frau Kegel, die war heute schon erwähnt worden, unsere Ehrenamtsarbeitende. Herzlich willkommen, Frau Kegel. Ich gebe Ihnen mal das Mikrofon. Ja, das wäre ganz schön, wenn Sie da reinsprechen. Genau. Brauchen Sie noch irgendwas? Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Ihnen etwas erzählen darf aus meinem Leben mit Migranten hier in Rathenow. Ich bin seit 2016 im Familiencafé beschäftigt, mache dort einmal in der Woche Deutschunterricht. Die interkulturelle Kompetenz habe ich mir in der Klinik in der für Psychiatrie in Berlin erworben. Dort habe ich 25 Jahre gearbeitet. Also das waren jetzt für mich keine, es gab für mich keine Berührungsängste mit Moslems oder Schwarzen oder was auch immer. Ich bin deshalb im Familiencafé gelandet, weil ich mich als
Ehrenamtliche gemeldet hatte hier bei der Kreisverwaltung und dann eine Familie bekam, um die ich mich gekümmert habe. Und die hatten viele Kinder und keine Kindergartenplätze und so. Und dann habe ich erstmal die Kinder ins Familiencafé gebracht und so. Und dann habe ich gemerkt, dass es ein sehr guter Ort ist. Also es war für mich einfach ein guter Ort. Und deshalb bin ich dann dort hängen geblieben mit Deutschunterricht. Ich habe in Berlin in meiner Arbeit in der Psychiatrie nicht nur interkulturelle Erkenntnisse erworben, sondern ich habe auch gemerkt, dass eine Nichtteilnahme am Gesellschaftsleben, eine Ausgrenzung und Respektlosigkeit, dass das Dinge sind, die krank machen. Und da kommt jetzt mein medizinischer Anteil. Also ich möchte gern, dass die Leute gesund werden. Deshalb engagiere ich mich hier auch. Das hat dann im Familiencafé so angefangen, dass der Ehemann einer Frau, die bei uns war, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du kommst uns besuchen an dem und dem Tag. Ja, und dann bin ich dorthin gegangen und dann war Geburtstag. Das Kind wurde ein Jahr alt und ich war plötzlich in einer Wohnung mit 30 Schwarzen als einzige Frau, weiße Frau. Und naja, das waren jetzt, geht jetzt ein bisschen über Kompetenz hinaus, das wird dann schon sehr eng und persönlich und da muss man dann auch erstmal gucken, ach, wie kommst du denn jetzt damit zurecht und so und am besten ist erstmal Mund halten, ja, also zuhören, ja, und das war dann auch ganz gut und ziemlich schnell kam dann auch jemand auf mich zu und sagte, hier ist einer, der braucht unbedingt Hilfe bei den und den Sachen. Und ich dachte, oh nee, Mann, ich habe jetzt wirklich schon genug, ich habe da jetzt keine Lust dazu. Und habe dann gesagt, also wenn ihr euch integrieren möchtet, wenn ihr jetzt unbedingt hier in Deutschland ankommen möchtet, dann hat es keinen Zweck, dass ihr in eure Kirche nach Berlin fahrt, sondern müsst ihr hier vor Ort in die Kirche gehen. Und dann bin ich erstmal mit ihnen in die Kirche gegangen. Besser so? Ja, okay. Und daraus hat sich dann also so eine intensivere Beziehung entwickelt und irgendwann, also es wurden dann auch mehr, es waren dann 2 oder 3 und irgendwann ging das dann auch mit der Schule nicht mehr, ach, wir wollen jetzt einfach arbeiten, wir wollen nicht mehr die Schule, das ist alles so kompliziert, wir wollen arbeiten. Ja, und dann habe ich Arbeitsangebote vom Jobcenter bekommen für eine Frau, die also A2 noch nicht mal hatte und 5 Seiten jedes Arbeitsangebot klein gedruckt, ja, und ich habe also selber Schwierigkeiten gehabt, mich da durchzuarbeiten, das alles zu verstehen, was die wollen. Und ich habe das dann abgearbeitet, habe dann alle Firmen angerufen und es stellte sich raus, es blieb bloß noch eine übrig, die bereit waren. Und das war so eine Firma, die solche Leiharbeit macht und ja, ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wo die arbeiten, aber das ist auch egal, die müssen kein Deutsch können, also Spülmaschine ein- und ausräumen, das ist wichtig, das reicht, ja, und dann früh mit dem Zug nach Brandenburg, das klappt auch und zurück, ja, das wird schon klappen und ich dachte, oh nee, also das ist nicht so was, was mir gefällt und ich bin damit so ein bisschen rumgegangen und dachte, ach, was machst du denn da jetzt? Und dann kam mir plötzlich die Idee, ich wusste, eine frühere Bekannte, die aus dem Iran gewesen ist, die hatte mal in diesem Pflegeheim gearbeitet. Und dann bin ich da einfach hingegangen und habe gefragt, ob die junge Frau dort, ob sie jemanden brauchen, ob die Frau arbeiten könnte und so. Naja, kommen Sie doch mal her. So, und das ging also ruckzuck. Ein Praktikum wurde vereinbart mit dem Jobcenter. Das Jobcenter war unglaublich kooperativ. Also ich habe sonst noch nie mit dem Jobcenter zu tun gehabt. Ich war begeistert, muss ich sagen. Und das lief sehr, sehr gut. Und innerhalb von 14 Tagen hatte diese Frau dort eine Stelle. Ja, und ich will Ihnen was sagen noch dazu. Also ich hatte wirklich Bauchschmerzen, weil das Deutsch nicht so besonders gut war oder eher noch weniger. Aber sie ist bis jetzt dort und sie hat einen festen Vertrag. Und ich habe am Freitag mit dem Betriebsleiter nochmal gesprochen. Er ist sehr zufrieden. Auch ein anderer Freund, den hab ich dann auch gesagt, naja, wir hatten versucht bei Tonke und bei Vielmann und wo überall, ja, alles nicht geklappt. Ich sage, würdest du denn auch in der Krankenpflege arbeiten? Ja, dann versuch mal, na gut. So, und jetzt
er arbeitet auch schon das zweite Jahr dort, auch im festen Vertrag, und die Leute sind sehr zufrieden. Ich erzähle Ihnen das, um also auch Ihnen so ein bisschen die Ängste zu nehmen, die Sie hier dafür da sind, Leute einzustellen und so. Also ich möchte Sie ermutigen, auch mal was zu wagen. Es ist wirklich richtig gut gegangen. Einen dritten Menschen, dessen Frau auch bei uns im Familiencafé gewesen ist, habe ich vermitteln können an einen Bauern. Dort arbeitet er. Und auch, die sind auch sehr zufrieden mit ihm. Ich habe jetzt mich auch heute noch mal erkundigt. Vielleicht kommt auch die Frau Dech aus Hohenauen heute Nachmittag noch mal her. Ich habe ihr das gesagt und kann darüber berichten. Also ich hatte mich im Frühjahr erkundigt und dann kam gleich der Bauer angerannt und sagte, ja, Mensch, wir sind so dankbar und wir freuen uns, das ist richtig, richtig gut. So, und ja, das wollte ich Ihnen eigentlich bloß erzählen, dass das alles so gut läuft, und ich wollte Sie eigentlich dazu ermuntern, also wirklich auch Vorurteile und Ängste zu überwinden. Und ich persönlich, ich begreife es auch als eine Chance, also nicht nur also die andere Kultur kennenzulernen, sondern auch so die Menschen, die bringen einfach etwas anderes in unser System, einen anderen Blickwinkel. Und ich denke manchmal, vielleicht ist das auch ganz wichtig für uns, dass es nicht immer nur darum geht, dass wir also mehr leisten und schneller leisten und noch mehr und noch größer und so, sondern dass es auch darum geht, dass man auf den Nachbarn guckt und wie kommt der damit zurecht und wie können wir das arrangieren, dass sich einfach das ganze, die ganze Perspektive ein bisschen ändert. Ich glaube, das ist die Chance, die wir jetzt mit dieser Migrationsbewegung haben. Und ich möchte Ihnen wirklich Mut machen dazu. Also ich habe jetzt wirklich 4 Fälle, die super gut gelaufen sind. Und ich muss sagen, ich bin begeistert von der Zusammenarbeit mit allen und dass es gut klappt. Vielen Dank. Danke sehr. Also Fragen? Fragen dazu? Nee. Sehe ich gar keine Hand. Dann stellen wir jetzt Frau Muluki. Und nee, nicht jetzt? Echt? Echt nicht? Nach der Mittagpause? Ah ja, sorry. Ja, also dann aus der Agenturvorarbeit. Jetzt ist die Frau Osterholz. Habe ich sie auch? Osterholz, ja, bitteschön. Brauchen Sie hier auch Unterstützung? Statt hier. Ach, Mensch. Ein Service. Nee, brauchen wir nicht. Ist nur meins. Okay. Dürfen Sie nicht sehen. Hallo, auch von mir. Eigene Stimme aus dem Lautsprecher ist immer so ein bisschen grenzwertig, ne? Und dann haben wir auch noch einen Bürgermeister hier. Oh je. Ich bin die Frau Österholz. Ich bin von der Arbeitsagentur. Warum sitzen wir heute hier? Wir haben einen großen Anteil bei der Integration zu leisten. Mein lieber Kollege kommt gerade reingestürmt. Der ist zuständig, wenn es ums Thema Arbeit geht. Und ich bin zuständig, wenn es um Thema Ausbildung geht. Wir sind von der Arbeitsagentur. Das heißt, wir haben hauptsächlich die Fälle, die eine Duldung oder eine Erstattung haben. Wir haben aktuell, gerade ausgelesen, 146 Fälle mit Duldung, Erstattung. Und einige wenige haben sich auch schon Arbeitslosengeldanspruch erarbeitet. Die sind dann auch bei uns. Was ist im Speziellen meine Aufgaben? Ich bin Berufsberaterin, ich bin Ausbildungsvermittlerin. Das heißt, ich arbeite hauptsächlich mit Schülern. Einige kenne ich da auch schon, Frau Stage zum Beispiel. Fast eingeschlafen. Wir arbeiten mit Schülern, fängt ab der 7. Klasse an. Wir machen dann Messen mit. Wir stehen dann zum Beispiel bei Berufemarkt, stehen mal rum und versuchen, alles zu verwurschtackeln, was noch nicht verwurschtackelt ist. Wir teilen den Berufswahlpass mit aus. In der 9. und 10. Klasse geht es dann in die individuelle Beratung, da sind wir dann an Schulen, dann werden die Schüler den Lehrern gemobst und dann werden individuelle Pläne gemacht. Das ist meine Aufgabe. Und mein Kollege Herr Huxdorf macht das Gleiche nur zum Thema Arbeit im Büro, hat da seine Arbeitszeit, jede Stunde ein Kunde,
bestmöglich versuchen, in Arbeit oder in Ausbildung oder in irgendeiner Maßnahme zu bringen. Was tun wir? Ich glaube, das ist die Frage, die Sie auch vorhin hatten. Was machen wir speziell zum Thema Migration? Wir übersetzen Zeugnisse. Wir sind da mittlerweile auch ein bisschen von abgewichen, dass das immer das Original sein muss, weil wir mitbekommen haben, das ist teilweise schwer zu organisieren. Also, aber sagen Sie nicht der Chefin. Wir bedrucken die Berechtigung für Sprachkurse aus. Wenn jetzt noch ein Sprachkurs fehlt, ich empfehle immer, zum Start einer Ausbildung sollte wenigstens B1 oder B2 vorliegen, Schrift und Wort. Weil in der Regel ist es so, dass von ausgegangen wird, dass 10. Klasse-Niveau herrscht bei der Ausbildung. Und das schaffen die nicht, wenn die nicht Fragen lesen, verstehen und beantworten können. Was machen wir noch? Der Kollege zum Beispiel, Herr Huxdorf, wenn es um Richtung Arbeit geht und vielleicht nur kleine Sachen erforderlich sind, wie ein Gabelstaplerschein oder vielleicht diesen, wie heißt der, B-Schein für die Securities? 34a, sehen Sie. Man braucht es immer seriöse Kollegen in der ersten Reihe. Ja, oder Umschulungen, alles so was machen wir. Praktika beim Arbeitgeber, Probearbeiten heißt es bei uns auch. Was zahlen wir noch? Pendelkosten, Reisekosten für die Jugendliche, die vielleicht auch noch nicht wissen, was sie werden sollen. Gibt es Berufsvorbereitung, das ist dann ein Jahr, wo sie Praktikum in verschiedenen Firmen machen können, vielleicht für eine Ausbildung, manche münden auch in Arbeit ein. Diese Einstiegsqualifizierung hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, das ist ein einjähriges Praktikum bei einem Arbeitgeber, das ist der Ausbildung am nächsten, ist so ein bisschen meine Lieblingsmaßnahme. Einfach um zu gucken, ob es passt und gerade mit den Nichtdeutschen machen wir sehr viele Einstiegsqualifizierungen. Man kann da auch schon zur Berufsschule angemeldet werden und guckt einfach, ob der Beruf einen liegt. Und man kann im Rahmen dieser Einstiegsqualifizierung oder dann auch in der Ausbildung Nachhilfe von uns bekommen. Wissen auch die wenigsten, wenn sie einen Jugendlichen haben oder auch einen Lebensälteren, der eine Ausbildung hat und die Berufsschule fällt schwer, melden Sie sich bei uns, schicken Sie den vorbei. Dann organisieren wir 2 bis 6 Stunden Nachhilfe, kostenfrei bezahlen wir nach der Arbeit oder nach der Ausbildung, Berufsschule. Ja, und was wir noch machen, wir bereiten die Anerkennung so ein bisschen vor, das war ja auch schon ein großes Thema. Was ist, wenn der Jugendliche oder der Lebensältere schon Berufserfahrung hat oder eine abgeschlossene Ausbildung aus einem anderen Land? Haben wir da unsere Netzwerkpartner, die wir dann ansprechen oder die wir dann Kontaktdaten weiterleiten, ob es jetzt EQ-Netzwerk ist oder ob es jetzt die Schulämter sind. Für uns ist ja Cottbus zuständig. Das machen wir alles. Ja, und noch vieles mehr. Also wie kommt der Jugendliche oder der Lebensältere oder der Nichtdeutsche zu uns, wie alle anderen auch? Etwa geht er hin oder ruft an, dann wird er aufgenommen und dann laden wir ihn ein. So läuft es, ganz einfach. Was läuft besonders gut? Weil wir schon mal hier vorne stehen und Redeanteil haben, wollen wir uns gerade bei denen bedanken, die uns helfen, die Jugendlichen in Ausbildung oder Arbeit zu bringen. Speziell, der nicht da ist, ASA Land, Herr Pietschmann oder natürlich die AWO-Betreuungsdienste, das LEB, die Sprachkurse machen und noch viele andere, die hier sitzen, wo wir auch mit zusammenarbeiten. Vielen, vielen Dank, dass es immer so gut klappt. Eigentlich durch die kleine Dienststelle haben wir hier wenig Reibungsverluste. Jeder kommt da an, wo er hin sollte. Wir haben noch ein paar Wünsche mitgebracht. Wenn Sie mit den Jugendlichen vielleicht intensiver arbeiten, gibt es so ein paar Sachen, die noch nicht ganz so optimal laufen. Wir wissen, dass Sie die nicht ausmerzen können, aber vielleicht ist es einfach noch mal nicht schlecht, einen Fokus dafür zu haben. Unter anderem natürlich, wo ist er? Die Dame, die Damen betreut im Café. Okay. Ja, auch genau. Wenig Damen finden den Weg zu uns. Also wenig Damen, also wenig Frauen finden den Weg zu uns. Ja. Richtung Ausbildung, Richtung Arbeit. Wenn Sie da nochmal nachsteuern möchten, gerne. Ja. Was auch oft ein Problem ist, ist die Termintreue. Also wir laden ein und die Jugendlichen oder die Arbeitslosen kommen dann nach dem Ausschlafen und nicht um 8. Haben wir auch das Problem mit unseren Deutschen, aber auch viel mit den Nichtdeutschen. Was wir uns noch wünschen würde, wäre direkteren Weg zur Ausländerbehörde, aber ich glaube, von der Ausländerbehörde hat es auch niemand hierher geschafft. Okay, dann haben wir gleich den direkten Draht hoffentlich. Was mir noch ein spezielles Anliegen ist, dass Sie mal eine Vorstellung haben, wie das an den Schulen abläuft. Also diese Integration in das Schulsystem ist nicht so einfach. Also ich bin Berufsberater, das heißt, ich mache auch Unterricht in den Schulen, ich stehe vorne. Und
die Jugendlichen, die zum Beispiel einfach in der 8. oder 9. oder 10. Klasse integriert werden, weil sie das Alter haben oder weil das Schulamt meint, die sind soweit, ist es meistens so, dass 5, 6 Jugendliche, nicht Deutsche klar zu erkennen, einfach in der Ecke sitzen und da für sich sind und für sich malen, weil sie im Unterricht einfach nicht folgen können. Und die Lehrer sind überfordert, das Schulsystem ist überfordert, es ist keine extra Kraft da. Also es ist ein großes Problem, auch wenn ich dann da bin, dass einfach Wort und Schrift nicht passt, obwohl die vielleicht jetzt mit dieser Corona-Regelung einen Schulabschluss erhalten haben. Also voriges Jahr war das so, alle, die 9. Klasse besucht haben, haben Schulabschluss bekommen, Hauptschulabschluss. Das heißt, sie hatten einen Schulabschluss. Herr Spienkuch, jetzt erst erkannt. Und der war nicht so ganz gerechtfertigt. Und dann sind natürlich auch die Betriebe sackig. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns keinen Betrieb auch verprellen. Insgesamt will ich aber hier nicht zu traurige Stimmung machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, die wollen, die werden noch integriert und irgendwie findet sich ein Weg. Und die nicht wollen, die müssen wir noch irgendwie versuchen zu motivieren. Ja, jetzt stehe ich hier immer vorne. Sind noch Fragen da oder haben wir ein paar beantwortet? Traut sich keiner? Ja, bitte. Ja. Das ist, habe ich das nicht gesagt? Pro Woche? Die Frage ins Mikrofon war, wie die Nachhilfe genau abläuft, ne? Das ist eine wöchentliche Nachhilfe, die ist immer 2 bis 6 Stunden, je nach Erfordernis, also wie viel Nachhilfe der Jugendliche braucht. Läuft dann so ab, der muss sich bei uns anmelden, dass ich den Datensatz habe und dann gebe ich das weiter. Im Moment macht die Nachhilfe, ich glaube, der TÜV hat die, der sitzt mit bei uns im Gebäude oben und die machen dann die Nachhilfe. Die laden sich die Jugendlichen ein, haben dann speziell Lehrer da und im Optimalfall hat der Jugendliche die Aufgaben bei, die ihm schwer gefallen sind und werden die so lange gepaukt, bis es klappt. Vorteil an dieser Nachhilfe ist auch, die haben meist die Zwischenprüfung und die Endjahresprüfung und Lehrer sind erfahrungsgemäß nicht die fleißigsten. Das heißt, die Prüfungen wiederholen sich immer. Das ist immer ganz gut, wenn man alte Prüfungen hat zum Üben. Also das ist dann inbegriffen. Ja. Also das bieten wir für Nichtdeutsche und das bieten wir aber auch für Deutsche an. Und die das annehmen, ist das immer recht erfolgreich. Also in Corona-Zeiten ist es abhängig vom Träger, welche Auflagen der haben möchte. Vieles kann man aber jetzt auch online in die Wege leiten. Also die Jugendlichen sind ja alle viel pfiffiger, was das angeht. Und dann machen die irgendwie ein Zoom-Treffen oder dann machen die einen WhatsApp-Video-Call und dann kann auch die Nachhilfe stattfinden. Oder man scannt die Blätter ein, fotografiert die ab. Ich nehme mir mal das Mikro. Moment, hier waren noch Fragen. Ich wollte nur wissen, gibt es da eine Laufzeit? Ist das dann ein halbes Jahr, 3 Monate, 1 Monat? Wie lang ist das? Nachhilfe? Ja. Brauche ich überhaupt ein Mikro? Ja, bitte. Bitte. die Nachhilfe ist bis zum Ende der Ausbildung. Und wenn er verkackt die Prüfung, dann nochmal ein halbes Jahr länger. Also so lange, wie er braucht. Bis es nicht mehr, es sei denn, er kommt nicht mehr, dann nicht. Ja. Ich hätte Ihnen noch gerne ein paar Zahlen mitgebracht zur Integration, aber ganz ehrlich, die lesen wir nicht gesondert aus für die Nichtdeutschen. Aber letztendlich ist das Fazit wirklich so, wer will und wer was machen will dafür, der findet auch das und meistens auch das, was er will. Noch Fragen? So furchterregend traut sich keiner. Nee, ASAFLEX heißt es jetzt. Seit diesem Jahr ist es neu. Vorher war es ABH. Ach so, Ausbildungsbegleitende Hilfe. Das ist die ASAFLEX. Das ist jetzt, ja, aber das, nee, das ist ja zu intern schon. Also bis vor einem Jahr hieß es ABH, Ausbildungsbegleitende Hilfen. Und seit diesem Jahr ist es neu, ist es die ASAFLEX. Da ist diese Nachhilfe mit bei. Und wenn es erforderlich wird, ist sozialpädagogische Betreuung mit bei. Das heißt auch mal über den Kopf streicheln und fragen, wie geht's. Manche brauchen das ja. Nee, aber die ASA-Land, von der hatte ich gesprochen, das ist ja mit Herrn Pietschmann, genau, die haben wir auch. Aber ich glaube, die Begrifflichkeiten sind nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn irgendein Bedarf da ist und der eben zum förderfähigen Personenkreis gehört, geduldet, gestattet oder hat sich eben das erarbeitet, dass er bei uns Leistung bekommt, dann auf jeden Fall zu uns schicken. Die Berufsberatung bei mir, die Ausbildungsvermittlung, ist grundsätzlich freiwillig. Die kommen, versuchen mal zu vermitteln in Ausbildung oder eben in einer Maßnahme.
Vielen Dank, Frau Österholz von der Agentur für Arbeit. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt ein paar Minuten früher in die Pause, können früher wieder fortsetzen. Okay, jetzt wir sind zum Designpunkt, Perspektiv Teil 2, steht da auch. Wir wollen gerne mit der Expertise vom Isam Kanjo, habe ich das richtig ausgesagt? Kanjo, habe ich doch gesagt, ja. Habe ich doch gesagt, es ist ein Ja, nicht Ja. Okay, Isam Kanjo und Frau Muluki, Sie werden hier zusammen mit einem Gespräch mit Diana sein. Und also bitte schon, Isam erstmal oder beide zusammen? Wie du willst. Wenn dann beide zusammen, würde ich sagen. Kommt ihr nach vorn? Vielleicht können wir uns ja einfach setzen, dann ist es nicht ganz so, oder? Ja, im Stehen ist besser, wie du magst. Ja? Ich wollte nur freundlich sein. Okay, herzlichen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, heute mit uns nochmal zu sprechen und dass wir eure Perspektiven nochmal hören dürfen. Wie Sie sehen, habe ich nochmal ein Pärchen zusammengestellt, einmal die männliche Perspektive und eine weibliche Perspektive. Ich würde einfach mal mit Herrn Kanjo, ich habe es vorhin auch falsch ausgesprochen. Ja. Okay. Beginn. Er ist nämlich heute extra aus Potsdam angereist und unterstützt die AG Migration und Vielfalt von der SPD. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach ein paar Worte erzählst über deine Studiengänge und welche Probleme es gibt, wirklich eine Arbeit zu finden. Hallo, ich bin Isam, ich komme aus Syrien und lebe seit 6 Jahren in Deutschland. Ich habe in Syrien Jura studiert und habe mein Studium 2012 abgeschlossen. Und danach musste ich mein Land verlassen. Alle wissen die Geschichte, das muss man nicht wiederholen. Als ich neu in Deutschland war, musste ich die Sprache lernen und ich habe mich schnell, also sozusagen, die Sprache gelernt. Dann habe ich angefangen hier an der Uni Potsdam mein Studium fortzusetzen. Ich mache jetzt meinen Master, das heißt Magister Legum, weil wir die Stadtexamen nicht machen dürfen. Das ist ein besonderes Programm für uns. Und jetzt schreibe ich meine Magisterarbeit. Es geht um die Richtung Menschenrechtsschutz, Völkerrecht. Ich bin auch tätig in der AG, also in dem Vorstand der AG Migration und Vielfalt der SPD Brandenburg. Wir sind auch neu, also wir sind offiziell noch nicht so richtig gegründet, erst ab Oktober, aber immerhin, wir arbeiten dran. Ja. Und muss ich jetzt weiter, wo die Arbeit mal? Oder? Ich würde einfach nochmal das Mikro nehmen und im Vorgespräch hast du erzählt, du hast viele Bewerbungen geschrieben. Und wie viele Einladungen hast du bekommen? Ja, also jetzt, was die Arbeit angeht, es ist sehr schwierig als Migrant oder beziehungsweise als Geflüchtete einen Job zu finden, wenn man Akademiker ist oder wenn man Uni-Abschluss hat. In der Gastronomie oder Hotels oder Handwerk hat man eine Chance, aber was anders mit Uni-Abschluss ist wirklich fast unmöglich, ohne Bekannte oder Vitamin B sozusagen, auf Deutsch. Also ich habe mindestens 50 Bewerbungen geschickt. Ich habe kein einziges Vorstellungsgespräch bekommen. Und das waren alle Stellen, wo ich der Meinung war, ich bin der Beste für die Stelle. Es ging immer um Integration oder Migration oder Flüchtlinge, entweder NGOs, staatliche Stellen, Projekte für Integration und solche Sachen. Ich bin Syrer, ich kann Deutsch, ich kann Arabisch, ich kenne beide Kulturen, ich kann wie eine Brücke sein. Aber was der Arbeitgeber denkt, ist was anders. Vielleicht bin ich nicht qualifiziert genug für ihn oder der traut sich nicht, mich einzustellen. Es ist sehr schwierig. Also ich habe irgendwie aufgegeben, mich weiter zu bewerben. Und
jetzt habe ich neue Ideen, dass ich auch irgendwie mit Lebensmitteln oder so, solche Sachen zu arbeiten. Also. Habt ihr Fragen? Ja. Ist gleich eine Frage. Achso. Also Ausbildungsplatz Lebensmitteltechnik, wäre das von Interesse? Ich habe schon Uni-Abschluss und bald Master-Abschluss. Ah, okay. Gut. Ich dachte jetzt. Danke, das ist auch ein anderes Problem. Als ich neu in Deutschland war, hatten wir, die meisten von uns, Beratung. Ich habe erzählt, ich habe Uni-Abschluss und ich will mein Studium weitermachen oder mit meinem Abschluss was machen. Nee, das ist nicht gut. Du gehst in die Richtung Pflege. In dieser Branche gibt es sofort Arbeitsplätze. Und das habt ihr auch vorhin erwähnt, vor der Mittagspause. Pflege. Nein, wir haben andere Berufe. Wir sind qualifiziert, wir haben Erfahrung und wir wissen, was wir machen wollen oder können. Okay, Beratung, es ist gut, aber die Beratung muss neutral sein. Nicht, weil wir Geflüchtete sind, bekommen wir andere Beratung oder keine Ahnung, wie ich das beschreiben kann, aber es ist so, leider. Und das finde ich unfair. Also viele haben überhaupt keine Erfahrung und die gehen in diese Branche. Oder viele geben auf und die gehen auch in diese Branche. Ich kenne so viele Menschen, die Uni-Abschluss haben oder andere Ausbildungs, Abschluss oder was auch immer. Oder Berufserfahrung in bestimmten Beruf und die haben das aufgegeben. Und die sind in diese Branche gegangen oder die arbeiten in Sicherheits, oder Hotels, Gastronomie. Und die haben alles aufgegeben und die arbeiten jetzt fast mit Zwang, weil sie arbeiten müssen oder wollen und nicht nur Arbeitslose bleiben wollen. Das finde ich schade, dass hier man unsere Fähigkeiten oder Erfahrungen nicht nutzen will. Vielen lieben Dank. Da steckt auf jeden Fall ganz viel drin, auch was wir heute Vormittag schon besprochen haben. Und jetzt der Kontrast nochmal dazu. Gut. Du bist eine Frau. Du bist eine Frau aus Eritrea. Kannst du uns nochmal kurz erzählen, welche Hürden, welche Probleme du in Richtung Arbeitsleben eigentlich hast? Hast du Abschlüsse, die du mitbringen konntest? Sind die anerkannt? Wo stehst du gerade? Ja, hallo, ich bin Kolod aus Eritrea. Ich habe in Eritrea bis 12. Klasse gelernt, aber leider meine Zeugnis und meine Papiere alles weg in mir. Und ich habe versucht, welche Ausbildung zu machen, aber jede Ausbildung braucht zwei Schlösser. Jemand hat mir so gesagt, Abschluss und mindestens B2 zu machen. Ich bin Alleinerzieherin und mit 3 Kindern. Ich habe gelernt B1 und ich habe noch nicht bestanden. Ich habe 9. Klasse gemacht und zum Glück habe ich das bestanden. Aber jetzt, wenn ich möchte eine Ausbildung machen, ich mache nochmal jetzt die B1 und B2, aber gibt im Raten auch gibt keine Ausbildungsstelle. Wir müssen zum Berlin oder Potsdam oder Brandenburg hinfahren. Und das dauert lang von die Unterweg. Ich kann nicht 2 Stunden oder 3 Stunden nur vom unterwegs das weglassen. Weil ich habe 3 Kinder und muss die Kinder vom Schule abgeben und vom Kindergarten abholen. Ich habe ein kleines Kind. Und das ist so schwierig. Und ich wünsche, ich arbeiten, aber ich wollte nicht so einfach arbeiten, ich respektiere die Busfrau oder alte Flieger oder jede Arbeit, aber ich wünsche, arbeite, was ich will, richtig, weil das, ich arbeite lange Zeit, bis ich bin alt. Ich möchte nur so, nicht so einfach arbeiten. Ich möchte arbeiten mit. Ich wünsche das und ich liebe das, und weil das macht mir Glück, nicht nur Geld verdienen. Aber ich wünsche eine Lösung.
Darf ich fragen, was du dir wünschst für eine Arbeit? Welche Arbeit würde dich glücklich machen? Von mich gerne, ich wünsche eine Berufskauffrau, weil ich habe so in Eritrea gelernt, nach 8 Jahren. Ich habe noch 3 Jahre bis 12. Das alles Buchhaltung und Wirtschaft und so, Sekretariat, ich habe das alles gelernt. Ich musste das weitermachen. Du möchtest also in deinem gelernten Beruf bleiben und eine Chance bekommen. Wie sieht die Perspektive aus? Du bist religiös, du trägst dein Kopftuch mit Stolz. Was denkst du, wirst du eine Arbeit bekommen mit deinem Kopftuch? Weil jetzt auch, ich habe das gehört und gelesen. Jetzt gibt es neue Regel, darf nicht die Frauen mit Kopftuch zum Arbeitsamt arbeiten. Das bedeutet, ich fühle, das ist unfair, weil das ist, die machen, die Frauen bedeutet immer arbeiten ohne Bildung. Das ist immer unter. Und die wollen nicht die, ich weiß nicht, dass es ein bisschen rassistisch ist. Weil die wollen nur die Frauen ohne Bildung arbeiten. Das bedeutet, ich kann nicht im Amt arbeiten mit meinem Kopftuch. Das ist nur im Lager oder im, egal was, nur für versteckte Arbeit. Aber nicht richtig zum eine Arbeit, zum die Wünsche ich oder das kann ich machen. Das, ich wünsche, dass es beenden, dass es diese Regel. Das, ich glaube, das ist ein neuer Gerichtsurteil und das wurde auch von dem Europäischen Gerichtshof bestätigt. Der Arbeitgeber darf solche Sachen verbieten, wenn es notwendig ist. Also es geht nicht nur. Aber der Arbeitgeber hat das Recht, das zu machen und das ist unser Problem. Wieso? Jede Frau hat das Recht, sich zu bekleiden, wie sie will. Ja. Also soweit ich weiß, gibt es auch in vielen Bundesländern ein Verbot für Lehrerinnen, ein Kopftuch zu tragen. Ja, ja, also ich habe gesagt in vielen, nicht in allen. Ja. Ja, das ist auch gut. Trotzdem ist es, glaube ich, ja genau, also die Abwanderung ist nochmal ein Thema. Ne? Damit habe ich auch häufig zu tun, dass viele starke Frauen oder starke Familien einfach abwandern, weil die Chancen in Berlin, Westdeutschland oder Süddeutschland einfach besser sind, denken sie zumindest. Ich sage immer, ihr braucht neue Netzwerke. Hier habt ihr ein Netzwerk. Eine Frage? Nur unter engen Voraussetzungen dürfen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen Probleme machen wegen muslimischer Kopftücher. Also das ist sehr begrenzt. Na, es ist klar, macht noch Probleme, aber daran wird ja gearbeitet. Der Arbeitgeber hat das Recht, das zu machen oder zu verbieten, wenn es notwendig ist. Also das habe ich, das waren meine Worte. Also. Mhm. Na, aber schwierig ist eben trotzdem, dass es sich rumspricht, dass es abschreckt. Und die Brücken dementsprechend verschlossen sind. Umso wichtiger ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das eben nicht
Umso wichtiger finde ich, darauf hinzuweisen und allen auch zu sagen, dass das nicht die Rechtslage ist und dass man, wenn es irgend geht, sich davon nicht abschrecken lassen soll. Und es immer möglich ist, ich in Potsdam zum Beispiel, an vielen Stellen arbeiten Frauen mit Kopftuch nicht nur in geringfügigen oder geringerwertigen Tätigkeiten, sondern auch in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, als Apothekerin und. Also auch, ich kenne auch Lehrerinnen, die Kopftuch tragen. Also es ist schwierig, unbedingt ganz schwierig, ganz dolle, viel schwieriger als ohne, aber lassen Sie sich nicht abschrecken und versuchen Sie es trotzdem was zu finden. Und bestimmt finden Sie hier auch Leute, die Sie unterstützen bei dieser Suche. Hier sind genügend im Raum, greifen Sie sich die oder umgekehrt kommen, gehen Sie auf sie zu und unterstützen Sie, dass sie was findet, was für Sie machbar und gut ist. Es muss möglich sein. Danke. Danke. Also ich denke, es war nochmal ein schöner, eine schöne Perspektive zu hören, wie es aus eurer Sicht aussieht für alle Beteiligten. Und danke nochmal für die Mutmache, dran zu bleiben, stark zu bleiben und weiterzumachen und sich nicht abschrecken zu lassen. Manchmal ist man überqualifiziert. Ja, aber ich denke, du wirst deinen Platz finden. Ja. Ja. Und genauso die andere Perspektive. Bleib stark, bleib dran. Wir sind für dich da. Wir unterstützen dich, wo wir können. Ein anderer Punkt, was Zeugnisse Anerkennung angeht. Viele Geflüchtete haben ihre Zeugnisse verloren oder die konnten sie nicht mitbringen. Oder die haben einen Beruf gelernt und die haben überhaupt keine Zeugnisse. Es ist nicht überall wie hier in Deutschland. Für jeden Beruf hat man ein Zeugnis. Zum Beispiel in Syrien braucht man kein Zeugnis oder gibt es überhaupt kein Zeugnis für einen Tischler oder Maler oder Friseur. Wir haben sowas nicht und in vielen Ländern auch nicht. Aber diese Menschen sind erfahren und die machen ihren Job sehr gut. Hier dürfen sie nicht arbeiten. Sie müssen eine Ausbildung machen und das schaffen sie nicht wegen der Sprache. Das finde ich auch inakzeptabel und es muss eine Lösung geben. Wie? Weiß es nicht, aber es muss eine Lösung geben. Genau, ihr seid auf jeden Fall noch bereit, Fragen entgegenzunehmen im Smalltalk, in kleinen Gesprächen, nicht in der großen Runde. Also wer noch Interesse hat, kann die beiden gerne ansprechen. Und ansonsten gebe ich erstmal wieder an die Moderation ab. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, genau, das war eine super Überleitung. Genau, jetzt geht es darum, über dieses sogenannte Weltcafé stärker ins Gespräch zu kommen. Wir lösen also so ein bisschen diese Frontalgeschichte jetzt auf, indem wir an drei Tischinseln zu drei verschiedenen Themen ins Gespräch kommen. Und es gibt die Möglichkeit für jede und jeden von Ihnen, an jedem der Tische einmal für 20 Minuten zu sitzen. Ja, es wird sozusagen drei Wechsel geben. Und ich sage auch gleich mal, welche drei Tische wir hier im Angebot haben. Wenn sich es umblättern lässt. Nee, falsch. Falsches Flipchart. Wir haben schön bunt markiert. Hier vorne das blaue Schild Bea Brandenburg mit Frau Mogadam und Wirtschaftsregion. Frau Tiede und Frau Freier werden dort sitzen und werden aus ihren Projekten berichten. Gleich für alle methodisch läuft es so ab, es gibt eine kurze Vorstellungsrunde, dass jede Person, die am Tisch sitzt, sich vorstellen kann. Und diese weißen Papiertischdecken quasi liegen nicht umsonst da. Sie können während das Gespräch läuft ihre Fragen, ihre Anmerkungen auf dieses Papier schreiben, sodass die nächste Gruppe beim Wechsel nach 20 Minuten schon was vorfindet und damit weiterarbeiten kann. Und am Ende werden wir mit dem Mikrofon rumgehen und Sie befragen und dann hören, was an den einzelnen Tischen diskutiert wurde. Wir hatten das Thema Finden und Binden und eigentlich dachte ich, ich soll jetzt nur drei Punkte vorstellen. Wir haben ziemlich viel diskutiert und also das ist ja ein Tisch gewesen von einer Wirtschaftsregion, Westbrandenburg, ich habe es jetzt gelernt, und Bea Brandenburg zusammen.
Und wir hatten die Frage gestellt, was ist zum Thema Finden und Binden sowohl auf der arbeitgebenden Seite als auch auf der arbeitnehmenden Seite wichtig? Und da sind vor allen Dingen bei der Suche, also beim Finden war sehr wichtig zu gucken, wo wird denn ausgeschrieben, wie wird ausgeschrieben und wie sieht die Sprache aus? Und dann war das Thema einfache Sprache gleich auch auf dem Tisch, dass ich eben auch die Ausschreibung so gestalten muss, dass die wirklich verstanden werden. Beispielsweise ganz einfach auch oben drauf steht, wir suchen. Was nicht immer bei jeder Ausschreibung draufsteht oder eben nicht unbedingt idiomatische Wendungen dabei sein sollen. Das nächste, was wichtig war, war auch, wir haben ja auch Betriebe, die hier sind und kam das Thema auf, auch wenn in der Leitungsebene gewünscht wird, Menschen mit Migrationsgeschichte oder eben auch Fluchtgeschichte einzustellen oder eben auch zu beschäftigen, dass das in der Belegschaft nicht immer gut ankommt oder nicht gut aufgenommen wird und dann eben das Thema, wir müssen die Belegschaft mitnehmen, wie können wir dies machen, das kann man zum Beispiel so auch über eine Betriebsversammlung machen, mit Sprachmittlungen unterstützen, dass man eben gemeinsam den Betrieb, also die Belegschaft mitnimmt und auch überzeugt und das vielleicht auch nicht nur einmal. Und auch dann kam auch nochmal der Perspektivenwechsel, der dabei wichtig ist, dass eben für alle Seiten aufgezeigt wird, welche Vorteile sie haben, was sind die einzelnen Geschichten, um auch Verstehen und Verständnis aufzubringen. So, und beim dritten war eher das, also Thema Binden war auch sehr wichtig mit Förderung. Dann die Aufforderung an die Politik, beispielsweise wenn Leute, die nach Deutschland kommen, nicht gleich in die Ausbildung oder in die Schule geschickt werden, sondern möglichst erstmal Sprache lernen und sich damit befassen. Und wenn die Sprache geschafft ist, dass man dann eben sukzessiv eben auch noch andere, also weitere Schritte geht eben in die Ausbildung. Und wir haben hier jetzt noch mehrere Punkte aufgehangen, die können Sie sich natürlich auch gerne angucken. Wir haben jetzt insgesamt eine Stunde gesprochen. Ich weiß nicht, möchten Sie noch ergänzen? Habe ich was vergessen? Gut, ich glaube, ich habe genug geredet, oder? Danke. Und danke fürs Mitmachen. Dankeschön. Und jetzt Frau Utermeier, bitte. Also erstmal vielen Dank von mir an die aktiven Gespräche, die wir bei uns am Tisch hatten. Wir haben versucht, so ein bisschen Richtung Hürden und Barrieren in der Verwaltung den Blick drauf zu werfen. Sie sehen aber in unseren Ergebnissen, dass wir natürlich viel weiter geguckt haben. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ein großer Schwerpunkt ist gewesen, dass es Sprachkurse, die so differenziert sind nach Lernständen und nach Lernbedürfnissen nicht unbedingt gibt, sodass eben auch manche Menschen ausgebremst werden in ihren Lernerfolgen, sage ich mal, und andere vielleicht, die mehr bräuchten, das auch nicht bekommen. Also hier die Frage, wie man nochmal innerhalb von Sprachkursen so differenzieren kann, dass sich alle, die Sprache lernen, gut auch weiterentwickeln können. So wie es zu ihren Ressourcen auch einfach passt. Genau. Und ein Aspekt davon ist auch noch die Frage, wie kann ich auch dann eine Sprache lernen, wenn ich zum Beispiel schon älter bin, viel Berufserfahrung habe, aber ein Sprachkurs für mich überhaupt gar nicht das Richtige ist. Weder kenne ich das Format, sage ich mal, weil ich selber gar keine schulische Erfahrung oder nur wenig schulische Erfahrung habe oder das lange zurückliegt. Also wie kann hier einerseits der Arbeitsmarkt so gestaltet sein, dass ich auch mit geringeren Deutschkenntnissen im Beruf finde oder dass ich eben auch im Beruf Deutsch lernen kann. Genau, das als ein Punkt. Ein spannender Wunsch war noch, dass man mal eine zentrale Anlaufstelle hat. Und das klang jetzt auch immer wieder so durch, also der Flickenteppich, dass auch die administrativen Hürden einfach, die es gibt. Ne? Also wie, wenn ich jemanden einstellen möchte, gelingt mir das denn eigentlich recht schnell? Sodass die Person alles bekommt, was sie braucht. Ihre Anerkennung der Zeugnisse, vielleicht noch eine Wohnung, Unterstützung bei Gesundheit, alles pipapo, was dazugehört, weil hier ist gerade für Arbeitgeber der sozusagen der Blick auf, es ist wie so ein Urwald sozusagen gefühlt und man blickt nicht durch, was auch irgendwann zu Resignation führt und zu Frust führt. Genau. Spannend fand ich noch den Schwerpunkt auch Richtung interkulturelle Öffnung, der eingebracht wurde. Also wie kann Verwaltung einerseits diskriminierungssensibel sein und auch mit Vielfalt wertschätzend umgehen.
Da sind wir tatsächlich jetzt auch zum Schluss nochmal konkret gekommen und haben geguckt, dass bisher wenig Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund in der Landkreisverwaltung sind, dass sich bisher auch wenige bewerben. Was aber als Wunsch geäußert wurde, dass sich mehr Menschen bewerben. Die Landkreisverwaltung ist offen und weiß sie sozusagen, das war spannend eben auch, wir das Wissen darum sozusagen Arbeitskräftemangel, wir können auch niemanden ausschließen, weil wir alle brauchen. Das war ja heute auch immer so ein Tenor des Tages. Genau. Und auch nochmal die Frage Kopftuch zum Beispiel als Erzieherin, dass das kein Problem sein sollte. Richtig. Ja, ein Punkt, den kennen wir alle, glaube ich, das sind Dinge, die können wir nicht direkt beeinflussen. Das ist die Art und Weise, wie unser Ausbildungssystem strukturiert ist, dass einfach viele rauskickt, wenn sie die Sprache nicht gut verstehen. Und dass die Kompetenzfeststellung und die Anpassungsqualifizierungen im Land einfach für Menschen, die betroffen sind, sehr, sehr lange dauern, bis sogar unmöglich sind. Aber das haben wir ja heute auch schon sehr eindrücklich aus den Perspektiven der Betroffenen gehört. Genau. Habe ich was vergessen oder was falsch erzählt? Gut. Danke. Dankeschön. Genau. Vielen Dank. Und der letzte Tisch. Herr Kahn, Mike Stampel. Wollt ihr beide? Okay. Wir sind ja sowieso ein bisschen wenig hier vorne. Insofern, wir hatten auch einen sehr interessanten Tisch, Hürden und Unterstützungsmöglichkeiten für das Überwinden der Barrieren zum Arbeitsmarkt. Wir haben etliche Sachen zusammengefasst. Das ganze Thema der Anerkennung von Abschlüssen, die Sprache als Barriere, fehlende Kinderbetreuung, die einfachsten Dinge, die meistens am schwersten sind, war durchaus ein Thema, gesellschaftliche Teilhabe, um die Sprache zu erlernen und den Umgang mit den Menschen zu erlernen. Das war von dir ein großes Thema, Adnan. Ja, und die anderen Sachen kannst du ja vielleicht auch noch mit dazu tun. Mein Kollege Herr Hassan Khan hat erzählt, dass er als Ausbilder Ausbildung machen als Koch ist für uns richtig schwierig hier in Deutschland. Ich habe selbst Koch gelernt in Saudi-Arabien, wollte ich mir hier weitermachen. Aber wie Herr Hassan hat mir eine Antwort bekommen von meinem Betriebsleiter. Er hat mir erzählt, dass du bist ein Muslim und du darfst nicht alles probieren, alles kosten, weil da musst du dann Schwein kochen und Alkohol, also Rotweinsoße oder irgendwas mitmachen und dann musst du das probieren, ob das Salz genug ist oder bla bla. Und dafür werde ich lieber was Lösung versuchen zu fragen, ob kann jemand dafür eine Lösung zu finden, weil ich habe selbst einen Wunsch, dass ich kann auch internationale Küche machen kann, dass da wo kann ich auch halal kochen, auch für die andere, also für deutsche Leute kochen, also beides zusammen machen. Aber wir haben gesprochen, dass es ein bisschen, da ist ein bisschen Schwierigkeit, also als Koch zu lernen. Ja, das ist natürlich ein ganz spezielles Thema mit dem Kochen, aber wir haben natürlich auch andere Sachen angesprochen, nämlich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der aufnehmenden Gesellschaft, aber auch in der Gesellschaft, die zu uns kommt. Es gibt viele Angebote nur für Männer, es gibt viele Angebote nur für Frauen. Da, wo ein Defizit zu sein scheint, ist, dass Männer und Frauen gemeinsam an Projekten teilnehmen können. Das wurde ziemlich klar herausgestellt und vielleicht gibt es da sogar einen Weg, wie das funktionieren kann. Wir haben ja da Leutchen kennengelernt, die da mitwirken könnten und wollten. Es gibt auch solche Hinweise, Änderung der Bedeutung von Abschlüssen. In Deutschland sind viele Unternehmer und, ich sag mal, Verwaltungen sehr zertifikats- und zeugnisaffin. Wer kein Zeugnis hat, braucht sich nirgends zu bewerben. Ob das die richtige Denke ist, um Fachleute zu bekommen, die vielleicht total begabt sein können im Praktischen, nur halt nicht die Theorie beherrschen oder vielleicht Schwierigkeiten damit haben oder überhaupt Nachweise beizubringen, da muss man mal drüber nachdenken, ob das aufgelöst oder aufgeweicht werden sollte. Also mehr Praktika in den Betrieben, um zu sehen, was sie wirklich können. Das hilft manchmal besser, einen Menschen einzuschätzen, als ein Zertifikat, was sowieso von irgendjemand anderes geschrieben wurde oder eine Bewerbung, die
ja, von einem Helfenden geschrieben wurde, wo die Betroffenen nicht mal lesen können, was über sie geschrieben ist. Das darf nicht passieren, das demotiviert natürlich auch die Arbeitgeberseite, wenn da Menschen mit einer Bewerbung in 1a Deutsch mit unglaublich guten Darstellungen auf dem Tisch liegt und dann kommt dieser Mensch und kann seine eigene Bewerbung gar nicht interpretieren. Und das darf auch nicht sein. Hilfe, Unterstützung allemal und das beschreiben, was sie wirklich gut können, soll weiter gelingen, aber es muss praktikabel bleiben und ehrlich bleiben. Das hilft beiden Seiten weiter. Ja, das waren die wesentlichsten Sachen, die wir angesprochen haben. All diese Sachen, Sensibilisierung für Fachkräfte, das war das, was ich gerade angesprochen hatte. Nö, das waren die wichtigsten Sachen. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. So, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion. Kann man dich nicht richtig hören? Bin ich schon zu hören? Ja. Genau, wir müssen noch einen Herrn Wolf neu begrüßen in der Runde, er sitzt da vorne. Für Sie gibt es jetzt kein Schild, weil Sie gerade spontan mit reingerutscht sind. Ich würde es auch gerne so verstehen wollen, dass nicht nur das Podium, das ist ja sehr vielzählig hier vertreten, auf Fragen reagiert, sondern auch gerne alle anderen. Wir sind ja quasi unter uns inzwischen. Dann lassen Sie uns gerne starten und auf geht's. Ja, also herzlich willkommen nochmal. Fangen wir an mit der ersten Frage, die habe ich hier. Also, welche Bedarf sehen Sie aktuell in Zukunft? Wie ist die Situation? Und ich habe die Mikro hier und fliege ich inzwischen. Genau, so. Also unter dem Motto, Brücken in den Arbeitsmarkt, welche Bedarfe sehen Sie? Was sehen Sie auch in der Zukunft? Was wird auf uns zukommen? Wäre schön, wenn einzelne O-Töne von Ihnen kämen. Wir haben ja sowohl Arbeitgeber vertreten, als auch Verwaltung und Arbeitssuchenden. Genau. Ja, Frau Zittler und ich vertreten ja die Pflege im Endeffekt hier und da erzähle ich, glaube ich, nichts Neues. Wir haben ein demografisches Problem und das bedeutet, dass wir immer mehr Ältere haben, die gepflegt werden müssen, immer weniger Jüngere, die auch in dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Das wird sich ja noch intensivieren, weil auch wir werden mal älter, müssen gepflegt werden, auch die Migranten werden mal gepflegt werden müssen bei uns. Das heißt, wir brauchen eben eine größere Anzahl von Mitarbeitern in der Zukunft. Wir haben verschiedene staatliche Förderungen gehabt, wie zum Beispiel 20.000 Spanstellen, die uns gegeben wurden. Davon ist nicht eine angekommen. Also Sie merken, dass man eben auch wenn in der Politik gesagt wird, ja, wir brauchen eben Stellen und wir kriegen auch die Stellen, dass die gar nicht zu besetzen sind momentan. Also wir brauchen Migranten, ja, die unsere Reihen dann auffüllen, um dann die Pflege zukünftig zu gewährleisten. Und das momentan ist bei uns im Havelland, würde ich behaupten, noch nicht so gang und gäbe, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund in die Pflege bekommen. Und auch das wird politisch ja immer als Argument gebracht, dass in diesen Bereichen überhaupt auch Migranten gebraucht werden. Und das stimmt auch, aber der Weg dahin, der ist noch sehr steinig. Ja, das fängt damit an, mit den ganzen Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, in der Pflege zu arbeiten. Die Pflege ist ein Bereich, der sehr, sehr stark reglementiert ist. Denke ich noch mal stärker als vielleicht im privatwirtschaftlichen Bereich. Und da müssen wir noch viele Lösungswege schaffen, wo wir wahrscheinlich nachher noch drüber diskutieren werden, die es uns ermöglichen, Menschen mit Migrationshintergrund in den Beruf der Pflege zu bekommen. Ja, ich wurde schon vorgestellt. Mein Name ist Johannes Wolf, ich komme aus Premnitz. Bin inzwischen im Ruhestand und war vorher Betriebsleiter in einem Recyclingbetrieb, also ein größerer Standort eines werkstofflichen Recyclers aus Süddeutschland. Die Frage prinzipiell nach dem Bedarf, ich kann deutlich sagen, es ist schwierig in sagen wir mal, einer Industrie, die mit Schichtarbeit hantiert, Personal zu finden. Es ist generell schwierig, wir hatten also Schwierigkeiten, dort auch Auszubildende zu finden, die dort in den Betrieb mit einsteigen.
Wir haben auch mit Migranten gearbeitet, muss ich zu sagen, kann ich zu sagen. Aber prinzipiell die Frage, die ich auch im gesamten Industriegebiet oder die Feststellung, die ich treffen konnte, im gesamten Industriegebiet, wenn ich Leute in der Industrie einsetzen will, wo sie auch wirklich gebraucht werden, da ist der Bedarf nach wie vor groß, dann hängt es immer an der Barriere der Sprache. Speziell in der Industrie ist es so, man muss prinzipiell als erstes verstehen, was kriegt man gesagt bezüglich Arbeitsschutz. Wenn man das nicht versteht, was im Arbeitsschutz drin steht, was in Arbeitsschutzbelehrung kommt, hat der Arbeitgeber ein großes Problem, wenn ein Unfall passiert. Und insofern scheuen sich sehr viele. Naja, für den Landkreis Havelland sehe ich den Bedarf im Grunde von Ost nach West und vom Kellner bis zum Arzt. Wir haben in allen Bereichen Fachkräftemangel. Ich unterstreiche ausdrücklich Fachkräftemangel, also nicht so sehr bei den Hilfskräften. Damit kommt schon mal die erste Hürde. Das ist ganz ausgeprägt. Wir als Landkreis, wir sind ja da auch nur ein Rädchen im Getriebe. Ist ja heute Morgen schon gesagt worden, dass wir uns auch darauf eingestellt haben, auf das Thema, und ein Amt für Ausländerangelegenheit gegründet haben, eben auch insbesondere mit dem Blick darauf, dass wir den Fachkräfte, also die Möglichkeiten des Fachkräftezuwanderungsgesetz geben. Und wir haben ja heute auch in dieser Veranstaltung über ganz viele Hürden gesprochen, die abgeräumt werden müssen. Aber für mich ist nochmal ganz entscheidend, die Bedarfe sind da, in allen Bereichen. Aber es ist eben vor allen Dingen ein Bedarf an Fachkräfte. Und bei den Fachkräften gibt es zwei Zugangswege. Das eine ist, die Fachkräfte kommen aus dem Ausland mit entsprechenden Deutschkenntnissen. Das ist natürlich die Komplettlösung, die hätten wir am besten gerne, ja. Möglichst schon mit einer eigenen Wohnung, ja. Und das andere sind die Kräfte, die in unserem Land sind und die wir qualifizieren müssen, ja. Weil das ist eben auch nochmal ein Fakt, dass man in Deutschland, egal ob man zugewandert ist oder ob man schon immer hier war, eben eine Qualifikation braucht, weil unser Arbeitsmarkt eben auf Experten setzt, und zwar sowohl in den klassischen Ausbildungsberufen, den Restaurantfachmann, ja, oder die Fachfrau, bis hin eben in den medizinischen Bereich. Also ohne Fachkenntnisse wird es nicht gehen. Ja, ich schließe mich Herrn Krüger an. Also auch bei uns wird der demografische Wandel in ja, näherer Zukunft durchschlagen. Das heißt, wir haben immer mehr ältere Mitarbeitende, die dann in die wohlverdiente Rente gehen. Und durch die eigene Ausbildung kann man das halt sehr, sehr schlecht kompensieren. Hinzu kommt, wenn jetzt ja, die politisch gewünschte Verkehrswende kommt und wir das Angebot entsprechend noch weiter ausweiten würden oder werden, dann bräuchten wir noch mal wesentlich mehr Fahrpersonale als jetzt. Also ein Bedarf ist grundsätzlich da, aber wie Herr Gall das gerade schon sagte, am besten, die sprechen schon perfekt Deutsch und bringen sich ihre eigene Wohnung mit, weil das nämlich letzteres vor allen Dingen das zentrale Problem, speziell in unseren Standorten Falkensee und Nauen ist, dass neben dem Führerschein und der Sprachkenntnisse ja das Problem Wohnraum da auch ja, existenziell ist. Also wir haben ja doch über die Mitarbeiterinnen gesprochen schon. Also die Frage jetzt kommt, welche Kriterien muss die Bewerberin erfüllen? Also welche betrieblichen sehen Sie in diesem Sinn? Also welche betrieblichen Erfordernisse sehen ja. Sie? Ja. Genau, und welche Kriterien sollten Bewerberinnen und Bewerber erfüllen? Es gibt sicherlich nicht eine allgemeine Antwort, sondern spezifische, je nach betrifft ja auch die Verwaltung mit, ne, letztlich. Da gibt es ja auch möglicherweise Einstellungsprozesse. Wer möchte sich nochmal dazu äußern? Genau. Danke, genau. Fange ich immer mal an. Genau. Also wir haben über die Sprache geredet, weil nicht nur in der Industrie, auch im sozialen Bereich ist natürlich die Sprache eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen, die man haben muss, um auch nachher nicht nur mit den Bewohnern und Patienten zu sprechen, sondern natürlich auch eine Prüfung zu bestehen. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Reglementierter Markt. Die Ausbildungen zur Fachkraft sind doch sehr anspruchsvoll bei uns in Deutschland. Also wir brauchen Menschen, die die Sprache lernen wollen.
Wir müssen ein System schaffen, wie die Leute die Sprache sich aneignen. Wir müssen sie integrieren in die Gesellschaft, teilhaben lassen. Das ist das nächste Problem. Wenn wir sie nicht teilhaben lassen in unserer Gesellschaft, sondern nur zu Sprachkursen schicken, dann werden sie auch nicht umgangssprachlich sich verständigen können. Ich denke, dass eine große Sache ist, wir müssen vielleicht von herkömmlichen, das wäre jetzt mein Vorschlag auch schon, von herkömmlichen Ausbildungssystemen vielleicht wegkommen. Ja, weil wir reden ja jetzt ja nicht über einzelne Personen mehr, sondern über doch Mengen, die wir an Fachkräften brauchen, die wir auch ausbilden möchten. Warum haben wir eine Ausbildung zur Fachkraft über 3 Jahre standardisiert bei uns? Warum macht man nicht auch eine Ausbildung über 6 Jahre mit größeren Praxisanteilen, mehr Sprachausbildung? Einfach so, dass die Migranten eben die Möglichkeit haben, sich längere Zeit sozusagen dann der Sprache, aber auch der Ausbildung zu widmen, weil die Ausbildungen sind dafür ausgelegt, dass jemand kommt, perfekt Deutsch sprechen kann, deutsches Schulsystem auch kennt, ein ganz anderes Organisationssystem hat. Und da müssen die sich ja auch erstmal sozusagen hineinfinden. Sie müssen sich kulturell hineinfinden bei uns, sie müssen sich sprachlich hineinfinden und sie sollen auch den Inhalt lernen. Also 3 Sachen, die so gar nicht erfüllen können eigentlich. Und da glaube ich eben, da müssen wir noch umdenken vielleicht beim Ausbildungssystem. Aber das können wir ja nicht ändern, aber das wäre eine Idee. Herr Krüger hat ja ein gutes Beispiel genommen, wie verkrustet teilweise auch unsere Gesellschaft ist. Ja, also Ausbildungsgänge, Formvorschriften, Qualifikationsprüfungen, das ist ja immer das Thema. Und wenn unsere Gesellschaft auch wettbewerbsfähig sein will, und wir müssen uns ja nicht nur im Havelland um die besten Köpfe bemühen, sondern Deutschland und Europa, ja, dann sind eben genau solche Gedanken wichtig, die jetzt Herr Krüger vorgetragen hat. Das ist eben etwas schwierig. Ein anderes Beispiel ist, können jetzt auch bei dem Bereich bleiben, die Berufsausbildung. Wir haben in den letzten Jahren die Berufsausbildung immer höher und immer komplizierter gemacht. Und zwar auch aus der Sicht der Arbeitnehmerinteressen, weil man immer gesagt hat, je qualifizierter, desto besser die Entlohnung. Es gab früher, in der DDR gab es den Teilfacharbeiter und bei uns im Westen oder wo ich aufgewachsen bin, da gab es eben die zweistufige Ausbildung. Und das hat man sukzessive zurückgeführt mit dem Ergebnis, dass übrigens nicht nur Migrantinnen und Migranten, sondern auch Einheimische häufig gar nicht mehr in diese Systeme reinkommen. Oder denken Sie an die Diskussion über die Akademisierung der Erzieherausbildung. Ja, die schließt auch einheimische Bewerberinnen und Bewerber aus. Das muss man einfach immer mit bedenken. Und wir haben ja jetzt zum Beispiel auch erlebt, kommen nochmal auf das Thema Pflege. Wir hatten ja mal ein Projekt hier im Landkreis gemacht, wo wir aus Flüchtlingen, was sicherlich nochmal eine etwas schwierigere Ausgangsbasis ist, versucht haben, Flüchtlinge über den Schulkurs, ja, praxisbezogenen Schulkurs in die Pflegehelferausbildung zu nehmen. Ich glaube, aus einer Gruppe von 18 haben es dann irgendwie 3 aufgenommen. Das zeigt ja auch, da haben wir auch viel gelernt, wo Probleme sind. Ja. Aber ein Problem ist jetzt zum Beispiel, dass man im Land Brandenburg die Pflegehelferausbildung nicht mehr machen kann, beziehungsweise dass die Pflegehelferausbildung, wenn man sie denn macht, auch nicht mehr anrechenbar ist auf die größere Ausbildung. Und das zeigt eben, wie kompliziert wir das alles haben bei uns. Und da ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, dass sich dort alle auf den Weg machen und diese Gesellschaft auch an manchen Stellen entkomplizieren. Ich würde den Punkt unterstützen, den der Herr Gall gerade angesprochen hat. Es ist ja nicht nur so, dass Sie in bestimmten Industriezweigen nur Mechatroniker, Elektroniker und anderes haben. Sie haben eben Anlagenbediener und Produktionshilfskräfte, die man integrieren muss und die auch entsprechend, sagen wir mal, ihren Fähigkeiten dann eingesetzt werden. Und auch das ist heutzutage schwierig, das reinzubringen. Das ist genau der Punkt, was Herr Gall sagte. Danke. Also, von die Gästeteilnehmerin auch, können wir Fragen haben, wenn Sie möchten? Und?
Okay, dann gehen wir zu unserem nächsten Schritt. Also welche Kondition muss denn die Betrieb bieten? Was macht die Beruf oder die Arbeitgeber attraktiv für uns als Mitarbeiterin oder Bewerber? Was macht den Job attraktiv? Was bieten Sie? Genau, die Arbeitsstellen, die Arbeitgeber, was ist attraktiv für Menschen, um dort zu arbeiten? Also abgesehen vom Fachlichen, dass es halt ein Interesse für den Beruf geben sollte, ist natürlich auch, was wir auch schon angesprochen hatten, die Atmosphäre entscheidend. Also da hatten wir auch an verschiedenen Arbeitstischen auch so über die Sensibilisierung der Belegschaft gesprochen, dass die Leute sich eben, also dass auch die Belegschaft offen ist für Menschen mit Migrationsgeschichte oder mit Fluchtgeschichte, dass es da eine Sensibilisierung gibt, dass es interkulturelle Schulungen gibt. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist ein riesiges Thema, also nicht nur in der Belegschaft, aber auch im Umgang mit den Menschen einfach. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, jetzt mal abgesehen von der Qualifizierung. Wir brauchen die Leute, aber wir müssen auch es schaffen, dass sie sich wohlfühlen am Arbeitsplatz und willkommen fühlen von allen Seiten. Genau. Also für die Pflege kann ich nur sagen, dass wir natürlich einen krisensicheren Job haben. Das hat man ja auch in der Corona-Krise jetzt gesehen. Ja. Und der demografische Wandel auch dazu führen wird, dass auch der Beruf mit Sicherheit gebraucht wird in der Zukunft. Das ist, denke ich mal, ein aufschlaggebender Punkt, wo man sich dann auch für die Pflege entscheiden soll. Es ist ein sehr sozialer Beruf. Ich habe das Gefühl, dass viele Mitarbeiter bei uns sind, nicht nur wegen dem Geld, das finde ich immer sehr schön, sondern auch, weil sie diesen Beruf schätzen, was für andere Menschen zu tun. Ich glaube, hier ist auch eine Mehrzahl der Menschen hier, nicht nur, weil sie Geld verdienen wollen, sondern auch, weil sie was tun wollen für andere Menschen. Ich denke, dass wir überhaupt für Frauen in dem Fall, wir sind ein sehr frauenlastiges Unternehmen, ich weiß jetzt nicht die Quote, aber wahrscheinlich 95% sind bei uns Frauen. Das heißt also, ja, viele Migranten, die zu uns kommen und wo eben auch Frauen da sind, die sagen, was mache ich denn? Und ich habe Kinder, wer Kinder ziehen kann, wer mit Kindern umgehen kann, der kann auch mit Älteren umgehen, der kann auch mit Patienten umgehen, der kann auf die Bedürfnisse eingehen. Und ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Sache. Wir brauchen nicht die Industrieexperten, Mathematikexperten, das braucht man bei uns nicht, sondern wir brauchen einen großen Teil Menschlichkeit und ich glaube, das können diejenigen mitbringen und dadurch ist es auch ein guter Beruf, ja, für Migranten. Also, welche Hürden stellen sich in der Region und welche Anreize kann die Region der Landkreis bieten? Ich freue mich sehr. Oder, genau, Betroffene in Anführungsstrichen. Ja, solange jetzt keiner Geld haben will, dann sage ich nochmal was für den Landkreis. Sonst bin ich ja immer gewohnt, dass dann alle zum Schluss sagen, wir brauchen übrigens noch was. Dafür kann ich jetzt immer an das Land verweisen, an meiner rechten Seite. Ich kann gut sagen, wir sind nicht zuständig. Ja, genau. Das ist ja die Spezialität von uns im öffentlichen Dienst, dass wir nie zuständig sind. Also was brauchen wir? Zum einen eine Gesellschaft, die offen ist. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft das auch im Wesentlichen ist. Das Zweite ist, was braucht der Mensch? Ja, der Mensch braucht Dach über den Kopf. Und das ist etwas, was in der Tat für alle, die ins Havelland kommen, erstmal eine Herausforderung ist, weil einfach der Wohnungsmarkt ziemlich angespannt ist. Und da kann ich immer nur sagen, auch in Richtung der Arbeitgeber, das sage ich auch immer in Richtung der Pflegeunternehmen. Heute ist ja eins da, ein großes, ein wichtiges, auch ein landkreiseigenes und besonders wichtig deshalb. Aber das Schaffen von Wohnraum, also es gab mal früher Schwesternwohnheime, ja, oder Arbeitnehmerwohnheime, ja, also denken Sie mal an die Siemensstadt, ja. Es war früher nicht unüblich, dass Industrieunternehmen oder Wohnsiedlungen gebaut haben für ihre Arbeitnehmer. Und ich weiß nicht, warum man
warum man das nicht immer, warum man das nicht mehr nachverfolgt. Wir haben so ein bisschen die Tendenz, ja, wir fragen mal den Landkreis, wir fragen mal die öffentliche Hand. Ja. Eine Gesellschaft zeichnet sich auch davon immer aus, dass sie selbst die Dinge in die Hand nimmt. Ja. Und deswegen meine ich, dass das auch etwas ist, was man, glaube ich, heute auch mitdenken muss. Und das ist auch gesagt worden, wir brauchen eine Sprachvermittlung. Und die Menschen kommen ja nicht alleine, sondern die bringen Ehepartnerinnen und Ehepartner mit und sie bringen Kinder mit, beziehungsweise Kinder werden hier geboren. Und dazu braucht man dann eben gute Schulen. Gehen wir davon aus, dass unsere Schulen alle gut sind. Und man braucht Möglichkeiten, die Sprache zu erwerben und man braucht eine Öffnung in die Lebensbereiche, also Kultur, Sport, Feuerwehren etc. Und da kann ich immer nur empfehlen, was unsere Integrationsbeauftragte in ihrem Bericht geschrieben hat. Die hat da einige Sachen aufgeführt und auch mal so ein bisschen analysiert, was ist gut, wo kann man noch was nachholen. Und in diese Richtung muss man weiterarbeiten. Das ist übrigens auch ein Thema, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, nachdem wir den Bericht von Frau Kupp vorgelegt bekommen haben. Und Herr Schmuhl, der Glückliche, sitzt ja in der Runde. Wir werden ja dieses Jahr beginnen oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Es kommt jetzt darauf an, wie jetzt die Arbeit in den nächsten Wochen ist. Aber wir werden zumindest den Versuch unternehmen, mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden so etwas aufzulegen wie ein Integrationskonzept, was eben auch viel breiter denkt. Aber ich will es ganz deutlich sagen, es ist nicht die Sache des öffentlichen Dienstes, es ist nicht die Sache der öffentlichen Gemeinschaften, der Städte und Gemeinden, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Gesellschaften, da müssen alle mitziehen. Und vor allen Dingen die mitziehen, die auch einen hohen Vorteil davon haben, dass Menschen hierher zum Arbeiten kommen. Und damit gebe ich den Ball dann auch immer wieder an die Wirtschaft zurück. Dann nehme ich den Ball mal gerne auf. Und ja, wir sind ja an drei Standorten vertreten, in Falkensee, in Nauen und hier in Rathenow. Und als Ausgangsfrage war, was wünschen wir uns jetzt vom Landkreis? Also man merkt schon ein gewisses Gefälle Richtung Berlin. Das heißt, hier in Rathenow sind unsere Fluktuationszahlen noch relativ stabil. Da haben wir halt nur die normale Altersfluktuation. Aber speziell in Falkensee, was ja recht dicht in Berlin ist und wo die BVG ein ja doch sehr großer Konkurrent ist, merkt man schon, jetzt kommen wir aufs Portemonnaie, dass das Lohngefälle dort ja doch ein Stück weit unsere Mitarbeitenden abzieht und nach Berlin hinzieht. Klar, man kann das jetzt nicht nur übers Geld lösen. Man müsste überlegen, wie man generell denn den Standort, die Arbeit attraktiver macht, dass es sich eher lohnt, denn bei uns und nicht irgendwo in Berlin zu arbeiten. Aber tendenziell ist festzustellen, dass wir also nicht nur wir als Havelbus, sondern von den Fluktuationsströmen bzw. auch von den Arbeitsströmen her sehr viele haben, die halt in Berlin arbeiten, aber halt irgendwo in Nauen oder in Falkensee wohnen. Weil dann irgendwo das Wohnen auf dem Land sehr attraktiv ist, was dann wiederum Wohnraum kostet, aber in Berlin halt doch entsprechend höhere Löhne und Gehälter gezahlt werden können. Also dieses Gefälle müsste sicherlich nicht nur für unsere Branche, sondern für alle Branchen mittel- bis langfristig irgendwo angeglichen werden. Jetzt fragen wir nach etwas positiv auch. Und zwar, welche gute Erfahrung haben Sie gemacht mit der Arbeit? Verwaltung, Arbeitgeberin, Ausbilderin oder Arbeitssuchende? Und ich glaube, dass Frau Kegel hat dazu etwas zu sagen, nein? Also gegenseitig gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Bereichen, mit Arbeitsvermittlung und Arbeitgebern. Wir wollen gerne nochmal reingucken, positiv zu gucken, wo sind gute Erfahrungen passiert in den letzten Jahren, wo Sie sagen, das ist mal ein Beispiel, so läuft es. Also ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte das ja vorhin schon erwähnt mit dem Jobcenter, dass die sich sehr kooperativ gezeigt haben. Der erste Mensch, der in Arbeit gekommen ist, hat dann Herr Wolf weitervermittelt an seine ehemalige Firma. Und das war
ganz klasse. Vielleicht wollen Sie das vielleicht gerade nochmal erzählen? Wenn wir zum konkreten Problem kommen, der junge Mann kam aus Eritrea, der sprach sehr gut Eritreisch, aber relativ wenig Deutsch. Und genau dort ist das Problem aufgetreten, Arbeitsschutz. Oder wie spreche ich den an? Da ist also ein Katalog geschaffen worden mit 100 Begriffen. Man könnte so schön in Anführungsstrichen der 100-Begriffe-Katalog ist entstanden. Und ein Bekannter von ihm, von dem jetzigen Arbeitnehmer, der konnte schon recht gut Deutsch. Der hat also die 100 Begriffe übersetzt ins Eritreische. Und auf dieser Basis konnte der Betriebsleiter bzw. die Vorgesetzten mit dem Mitarbeiter dann arbeiten und hatten die Sicherheit, dass alles funktioniert. Und das Gleiche ist dann nochmal passiert mit einem Mitarbeiter, der aus Tschetschenien kommt. Gleiche Begriffsanzahl, ja. Allerdings ist es dort einfacher gewesen, da hat Töchter gehabt, die gingen in die Schule, die haben es für ihn gemacht. Also das sind, wenn man jetzt an die Frage denkt, wie bringe ich Leute in Beschäftigung, dann ist es eben nicht, wie schon mehrfach gesagt, der Mechatroniker oder irgendwo der Elektroniker in diesem Fall, sondern das ist die Produktionshilfskraft. Und ich denke auch, es ist auch wichtig, diese Leute in Beschäftigung zu bringen. Erstens brauchen wir sie und zweitens hilft das dazu, sie zu integrieren. Ja, und das war also ganz wunderbar. Ich habe mich total gefreut. Nach 4 Wochen hatte er Geburtstag. Er war schon mal klar, er wird behalten. Und er bekam vom Betrieb also 60 Euro bei Edeka geschenkt und eine Karte, wo drauf stand, wir freuen uns, dass du da bist. Ja, und bis jetzt, er hat jetzt einen festen Vertrag und ist dort geblieben. Bei den beiden Pflegekräften ist es auch so, die haben auch inzwischen einen festen Arbeitsvertrag und ich habe mich gerade noch mal erkundigt bei dem Betriebsleiter und der hat gesagt, also sie sind sehr, sehr zufrieden. Obwohl das mit dem Deutsch auch noch nicht immer ausreichend ist, aber sie sind trotzdem sehr zufrieden. Ich habe mich gefragt, wie es geht, aber letztendlich, ich muss das nicht verantworten. Die zu Pflegenden sind zufrieden, die Angehörigen sind zufrieden und ich glaube, die Pflegedienstleitung, die ist auch froh, dass sie die Leute hat. Ja, die vierte Stelle war beim Bauern in Hohenauen. Da habe ich jetzt auch heute früh noch mal mit der Bauersfrau telefoniert, die hat auch überlegt, ob sie herkommt. Und da ist auch so ein bisschen das Problem der Integration. Das geht dann auch übers Essen. Also die Frau kocht dann manchmal was zu essen und die Deutschen, also, oh, kann man denn mit dem überhaupt was zu tun haben? Die essen dann sehr gerne mit, wenn dann solche leckeren Sachen dann mal aus Afghanistan kommen. Ja, also insofern finde ich, das ist ganz gut gelaufen. Und das ist auch ein Mensch, der relativ wenig Geld, also Deutsch kann und der auch keine Ausbildung machen wird. Und das ist schon richtig erfreulich. Also und ist das Jobcenter, das war auch noch so gut bei dem zweiten jungen Mann, die haben dann auch noch gesagt, ja, der könnte ja noch eine Ausbildung bei der DEKRA kriegen und das hat dann, also innerhalb von 14 Tagen haben die das organisiert, dass der noch bei der DEKRA ist, der ist da eingestiegen und konnte sofort am Computer dort auch arbeiten, also das war wirklich toll. Also ich glaube, die haben ein bisschen über sich selbst gestaunt, was dann auf einmal in so kurzer Zeit ging. Viel zu wenig von solchen positiven Beispielen hören und immer eher die negativen Beispiele bekommen. Ja. Hallo nochmal. Das wie mein anderer lieber Kollege oder Kollegin hat gesagt, dass die Sprache, ich finde, also ich habe selbst 8 Sprachen gelernt. Damit habe ich verschiedene Erfahrungen gesammelt. Das erste wichtige Ding ist, die erste Stufe ist Sprache. Also wenn ich will zum Beispiel in ein anderes Land gehen und will ich da was meine Zukunft bauen, muss ich erst mit den Sprache klarkommen. Zweitens muss ich mit den Kultur klarkommen. Ich habe gerade an meinem Teamtisch erzählt, dass wir haben, ich bin in einer anderen Kultur gewohnt. Wir haben eine andere Kultur, wirklich ganz anders, also andersrum. Wenn wir nicht die 100% Kultur hier tragen können oder machen können, müssen wir ein bisschen damit 50-50 sein. Zum Beispiel ist ich eine muslime Frau hat zum Beispiel, also bei uns in der Kultur ist so, dass wir haben verschiedene Druck auf den Frau. Erster Kulturdruck, Religiondruck, Kinderdruck und noch verschiedene Hausausgabedruck. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Also Kulturdruck sieht, dass du darfst nicht mit Männern sitzen oder mit Männern arbeiten oder Religion sagt uns auch das. Ja, das musst du Kopftuch tragen oder so, oder müssen wir bitte damit, also
wenn nicht 100%, müssen wir damit 50-50 sein. Also wir müssen auch erst, also ich habe auch eine kleine Idee gegeben, wenn die Frau Diana, sie macht eine Familiencafé oder Frauencafé. Wurde das möglich, wenn wir eine Familiencafé so machen, dass da Mann und Frau beides zusammensitzen kann? Eine arabische Familie, afghanische Familie, Eritreen Familie oder russische Familie oder so. Dass die nicht nur die Frauen müssen wissen, dass das Kultur lernen müssen. Ich als Mann muss auch, als Mann muss auch den Kultur lernen und dass die Frauen ein bisschen Freiheit geben. Also unsere Religion müssen wir folgen. Dass der Gesetz sagt uns, deutsche Gesetz sagt uns nicht, dass du soll deine Religion hinterlassen und mach, was wir wollen von dir. Nee, das sagt der Gesetz nicht. Wir müssen selbst das verstehen, dass wir, Islam sagt mir auch, dass wenn du in einem anderen Land bist, sitzt Muslime auch in einer, wenn ich in einem anderen Land bin, ich muss meiner Religion folgen, aber ich muss auch das Gesetz von dem Land mitfolgen. Ich muss nicht mein Gesetz von meinem Land mitbringen und hier folgen. Ich kenne hier viele Leute so, dass die haben keine Erlaubnis von Männern zum Beispiel, dass die dürfen nicht arbeiten gehen, weil der Mann, sie kriegt Ärger von Mann. Oder sie sagt, dass nee, ich bin religiös, wie sagt man? Ja, also ich darf nicht ohne Kopftuch arbeiten gehen. Ich darf nicht also an einem Tisch arbeiten, da wo ein Mann sitzt oder so. Das ist ein bisschen, für mich ist ein bisschen schwierig. Damit können wir nicht nur unsere Zukunft bauen, da können wir uns auch unsere Kinder weil Kinder habe ich nicht jetzt in in anderen Land. Kinder habe ich jetzt in Deutschland. Muss ich für die Kinder eine Vorbild sein? Religionssache auch erzählen und beibringen, aber auch die Kultursache mitbringen. Ich kenne so Leute und ich habe so mit Leuten Kontakt. Ich bete jeden Tag, zum Beispiel seit 2015. Ich war wie eine Mama, Papa, Onkel, Tante und wie die Frau hat gesagt, wie eine beste Freundin. Jeden Tag früh, Frau Katrin von AWO hat mir gesagt, bitte, die Leute muss aufstehen und zur Schule gehen. Ich habe jeder wach gemacht. Bitte aufstehen, komm, wir gehen zur Schule und ein bisschen durchlernen für unsere Zukunft. Wir müssen auch ein bisschen, also damit ein bisschen 50-50 sein. Also nicht nur an eine Seite denken, an beide Seiten denken. Vielen Dank für deinen tollen Einblick nochmal in das Thema. Genau. Herr Krüger? Ja, ich würde gerne noch was zum Schmunzeln zum Schluss erzählen, weil es werden ja immer so Lebenswege dann hier abgefragt, wie toll alles gelaufen ist. Also ich kann auch nur sagen, wir haben einen Kameruner bei uns gehabt, das ist eine ganz interessante Sache. Von anderen Kulturen lernen. Ich weiß gar nicht, wie sein Nachname war. Er wurde Herr Happy genannt. Und ich habe ihn auch Herrn Happy genannt. Er hat einen anderen Namen gehabt. Ja. Aber nichtsdestotrotz war es eben jemand, der grundsätzlich sehr positiv immer war, immer ein Lächeln hatte. Und ich glaube, da konnten wir uns alle ein bisschen was abgucken von. Ja. Also auch er war sehr gut aufgenommen in dem Team. Ja. Und auch bei den Bewohnern war er sehr beliebt, obwohl man auch sagen muss, natürlich bei älteren Bewohnern, er war schwarz, das ist es ist schwierig. Ja, da habe ich auch ein bisschen Sorge gehabt, gar keine Probleme, weil er einfach von seiner Art her sozusagen total gut reingepasst hat und eben auch das ganze Arbeitsklima da bereichert hat. Und da sind wir Deutschen so ein bisschen schlechtes Wetter, dann fangen wir ja an, irgendwie trübselig zu werden. Aber nee, sowas brauchen wir auch. Ich würde gerne, wenn Sie nicht noch dringend einen Redewunsch haben, würde ich gerne weiterfragen, oder? Diana, du? Ja. Du hast noch Fragen? Na dann. Am Anfang. Der Fragezettel auf der Kiste. Ja, genau. Also am Anfang haben wir ja gesagt, wenn Sie Fragen haben, wenn sich Fragen auftun, können Sie die gerne auch aufschreiben. Mir wurde jetzt einer zugespielt, wo nochmal das Kopftuchthema aufgegriffen worden ist. Erstens, wie kann man sensibilisieren, um diese Hürde abzuschwächen sozusagen? Vielleicht auch nochmal ganz konkret die Frage an die Unternehmen, die da sind. Würden Sie Busfahrerinnen mit Kopftuch einstellen oder eben in den Havelland-Kliniken können da Pflegekräfte mit Kopftuch arbeiten oder auch Ärztinnen mit Kopftuch arbeiten. Also Sensibilisierung, wie können wir gegen arbeiten?
kann es für die Havelland-Kliniken bejahen. Wir haben Mitarbeiterinnen, die ein Kopftuch getragen haben. Ja, und die Problematik, die besteht, ist dann im Endeffekt der Hygienestandard. Und da müssen wir dann wirklich auch Einschränkungen machen. Das betrifft ja nicht nur, da glaube ich eben, wie Herr Kahn sagte, wir müssen da auch gleiches Maß annehmen. Bei uns in der Pflege ist es zum Beispiel nicht erlaubt, Schmuck zu tragen, lackierte Fingernägel zu tragen. Und da muss man eben auch sagen, auch Schmuck eben an den Ohren. Und da muss eben ein Kopftuch so sein, dass es hygienisch ist, wahrscheinlich auch von uns gestellt werden in bestimmten Bereichen. Wenn ich jetzt an sensible Bereiche denke, dann muss es was von uns sein, was auch speziell gereinigt werden muss. Ja? Da darf man auch nicht, da kann man nicht jedes Material nehmen. Und dann darf es eben im Endeffekt auch niemanden schaden, im Zweifelsfall, dass, sagen wir mal, jemand ins Gesicht hängt oder jemand hängen bleiben kann dran. Das sind also Dinge, die dann in der Pflege eine Rolle spielen. Ja, für uns kann ich sagen, dass wir noch keine Fahrerin mit Kopftuch haben, aber da so grundsätzlich offen sind, wenn die formalen Voraussetzungen erfüllt sind, sprich, was auch von Schmarten, sie spricht gut Deutsch, hat einen Führerschein, warum nicht? Durch das Kopftuch darf lediglich die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt sein. Also wenn das irgendwie so gebunden ist oder aufgesetzt ist, dass die Dame dennoch ja, denselben Rundumblick hat wie alle anderen Fahrerinnen und Fahrer auch, spricht dem so grundsätzlich nichts dagegen. Ja, ich glaube, es braucht auch Vorbilder. Das ist natürlich für die erste Frau mit Kopftuch in einem Betrieb, in der Verwaltung wahrscheinlich nicht immer einfach, aber das ist, glaube ich, so das, was dann das Umdenken bringt. Also da können wir auch selbstkritisch wahrscheinlich auf unsere Verwaltung gucken. Bei uns im Ministerium ist mir niemand bekannt mit Kopftuch. Und das denke ich, ist, also da braucht es wahrscheinlich auch sozusagen engagierte Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die sagen, wir sind da offen und auch eine, wiederum, was ich eben schon meinte, eine Belegschaft, die das unterstützt, die das auch in, gegenüber den Kunden oder wie auch immer dann entsprechend vertritt. Und ja, das ist, denke ich, wirklich auch eher ein Ding der Gewöhnung als ein wirkliches Problem. Es ist an sich kein Problem, es ist einfach, man kennt es nicht, es ist neu, gerade im ländlichen Raum und das, ja, wie man an anderen Beispielen sieht, es funktioniert. Sie wird doch ganz ehrlich, das gibt es doch schon in Bayern immer. Also die ganzen christlichen Krankenhäuser, da tragen die Ordensschwestern auch ihre Kopftücher oder ihre Kappen. Guter Hinweis. Ja gut, also dann machen wir so noch. Also wir hatten das mal im Kita-Bereich diskutiert mit den Trägern. Als Jugendamt sind wir da immer im Dialog und wir wissen natürlich, dass der Beruf des Erziehers oder vor allen Dingen der Erzieherin von jungen Frauen ganz stark angewählt wird. Und dann war das mal ein Thema mit den Erzieherschulen auch und wurde mal diskutiert, würden Kita-Träger städtisch, frei gemeinnützig, kirchlicher Natur, würden die Mitarbeiterinnen mit Kopftuch einstellen. Und da hatten wir in der Diskussion eine ganz große Offenheit. Wir haben dann auch da nochmal besprochen, natürlich muss man das Gesicht sehen, weil das Gesicht einfach ein wichtiger Kommunikationsort ist. Und wenn dann, verbessern Sie mich, wie das dann heißt, also wenn dann alles nur noch, ja, ich glaube, das wäre dann in der Praxis im Erzieherbereich problematisch. Und da ist, glaube ich, dann auch noch eine andere Botschaft dahinter. Das muss man ja auch sehen. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es im Landkreis Havelland deswegen eine Bilderstürmerei geben würde, nur wenn eine junge Frau oder eine Frau ein Kopftuch trägt. Ja, und dann geht es in der Arbeitswelt um die Dinge, die Kollegen gesagt haben. Also es darf die Sicht nicht eingeschränkt sein beim Busfahren. Da hätte ich als Passagier auch ein Interesse dran, ja, dass der Busfahrer oder die Busfahrerin immer alles absehen kann. Ja, und in der Pflege, da gibt es eben die Hygienevorschriften und ansonsten, glaube ich, haben wir uns mittlerweile auch in der Verwaltung daran gewöhnt, dass manche grüne und blaue Haare tragen, ja, und da ist die Gesellschaft einfach ein bisschen vielfältiger geworden, ja. Würde ich darunter subsumieren. Ja. Ich gucke jetzt mal ins Publikum quasi, wer von Ihnen hat eine Frage? Wir fragen jetzt andauernd, aber ja, Frau Meier, Herr Rahm. Danke, Herr Stupper. Ja.
Eine Frage und auch einen Wunsch so ein bisschen. Wir haben ja viel über Sprache heute gesprochen. Das Stichwort einfache Sprache ist auch nochmal gefallen. Also bei Menschen, die neu nach Deutschland kommen und die Sprache hier erst lernen, wissen wir, es braucht eine gewisse Sprachsensibilität und auch eine Verständnisabsicherung, dass ich weiß, die Informationen sind angekommen. Und ich frage mich tatsächlich häufiger, und das ist das, was Herr Wolf eben schon gesagt hat, wieso können wir eigentlich nicht bestimmte Dokumente übersetzen? Also sei es in der Verwaltung, sei es schriftliche Texte, sei es Sprachleitsysteme, sei es bei den Arbeitgebern, die wichtigsten Dokumente, wo es einfach wichtig ist, dass ich die tatsächlich kenne und weiß, was ich da unterschreibe. Und wieso, also ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, diese Dokumente zu übersetzen, um einfach den Einstieg zu erleichtern. Denn das Deutschlernen kommt von alleine. Aber für den Anfang brauche ich eine geringere Schwelle, um überhaupt erstmal reinzukommen. Das hat jetzt nichts mit der Fliege zu tun. Ich kenne sowas aus Amerika. Ja, da wurden dann alle Dokumente übersetzt. Man konnte auch den Führerschein auf Spanisch machen, Chinesisch, Englisch. Ja, das waren, glaube ich, die drei Sprachen. Ich kann es verstehen zum Einstieg. Ich würde warnen davor, wenn man alles mehrsprachig macht. Ja, weil wo fängt man an, wo hört man auf? Wie dann sagen wir mal in den USA. Und die Frage ist dann eben, ob Menschen dann ganz auf die Sprache verzichten könnten. Das kann passieren, das hat man in den USA. Das ist da schon, jetzt meine Erfahrungen sind da schon irgendwie 30 Jahre her. Und da war das so, dass Menschen in einem Land leben und die Sprache gar nicht können müssen. Weil alles, was wesentlich zu machen ist, auf Ämtern beispielsweise, ist in deren Sprache verfasst. Und ich, da sage ich, nö, da würde ich jetzt von absehen. Natürlich zum Einstieg, für die erste Zeit, ja, um das zu vereinfachen. Aber ansonsten, dann können wir gleich sagen, wir führen vielleicht als Amtssprache Englisch ein. Also ich würde da noch einen anderen Aspekt reinbringen. Ich glaube, Deutsch lernt man nicht auf dem Amt. Deutsch lernt man nicht beim Jobcenter-Antrag ausfüllen und auch nicht bei der Belehrung bei der Ausländerbehörde. Also ich würde das unterstützen, gerade diese sehr verwaltungstechnischen Dinge zu übersetzen, einfach um da eine, eigentlich im Prinzip auch eine Rechtssicherheit herzustellen. Und Deutsch wird anders gelernt. Also ich stimme Ihnen zu, das ersetzt natürlich nicht das Deutschlernen und die Sprachqualifikation, aber gerade die verwaltungstechnischen Sachen denke ich nicht, dass das die Integration behindert, sondern eher, dass es viele Sachen auch erleichtern würde. Also ich bin ganz ehrlich, für einen Jobcenter-Antrag reicht es doch nicht mal, wenn man irgendwie Abitur und studiert hat. Also den zu verstehen, das heißt nicht, dass man gut Deutsch spricht, sondern das sind einfach sehr verwaltungstechnische Sachen, die man da kennen muss und Begriffe, die man kennen muss. Und das heißt dann nicht, dass man besonders gut Deutsch kann, nur wenn man das allein schafft. Also ich würde jetzt nicht die Kunst und die hohe Kultur der deutschen Sprache an dem Antrag beim Jobcenter festmachen. Das ist Gebrauchssprache und nicht Kultursprache. Ich will noch nicht mal sagen, dass es Gebrauchssprache ist. Behördensprache. Ja, es ist halt eine Sprache, die in der Verwaltung gewählt ist. Aber es ist ja hoffentlich immer noch so, dass es, und das bin ich mir sicher, dass es beim Jobcenter auch so ist, dass es da nette, freundliche Kolleginnen und Kollegen gibt, die im Zweifel dann mit jemandem den Antrag auch ausfüllen. So ist es zumindest bei uns der Fall. Und das ist im Übrigen dann auch eine Sache, die auch manchen Einheimischen oder schon immer hier Gewesenen schwerfällt, in diesen Verwaltungskategorien zu denken. Manchmal hat man auch keine Lust. Also ich habe ja auch drei Söhne, die müssen auch hin und wieder Behördenkram machen, ja. Und die laden das dann immer gerne bei ihrem Vater ab, weil das eben so ein Bürokrat ist, ja, weil die da auch keinen Bock drauf haben. Und insofern ist es eben, wenn ich jetzt meinen Datenschutzbeauftragten fragen würde, ein Kollege russischer Herkunft, der würde mir jetzt sagen, er würde davon abraten, die Datenschutzbestimmungen auf allen möglichen Sprachen zu machen. Denn der würde mir sagen, Herr Geil, Sie müssen an die Rechtssicherheit denken. Und das ist nun mal etwas, was bei uns in Deutschland ganz wichtig ist. Und ich denke auch Arbeitsschutzprotokolle, ja, wenn da ein Übersetzungsfehler ist und es kommt dann irgendwann zum Schwur und dann kommt irgendwann mal, geht das vor Gericht und dann wird festgestellt, oh, bei der Übersetzung, da gab es diese und jene Unstimmigkeit. Da muss man schon drauf achten. Ich weiß nicht, ob wir Deutsche die Einzigen auf der Welt sind, bei denen die Dinge eben sehr genau geregelt sind. Ja, ob das nicht in anderen Ländern auch so der Fall ist. Aber es gibt, glaube ich, gewisse Dinge, da ist man darauf angewiesen, dass
die Dinge dann auch in Deutsch gefasst sind. Aber es ist wichtig, dass man dann eben die sprachliche Hilfestellung gibt, um. Ja, muss man aber ändern. Ja, tun Sie das. Naja, aber wir reden ja wahrscheinlich über mehrere Sprachen. Ja, man kann natürlich sagen, und das ist in der Tat so ein Thema, man kann natürlich sagen, es gibt so die zweite Verkehrssprache Englisch. Ja, das ist sicherlich möglich. Das kennen wir ja auch von der EU. Da wird ja auch in alle möglichen Sprachen übersetzt. Aber irgendwo muss man dann auch mal eine praktische Grenze ziehen. Ja, also ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Und wenn ich mal unsere Ausländerstatistik angucke, was wir da für Nationen haben mit den entsprechenden Sprachen, ich würde es jetzt nicht zu breit machen. Ja, dann ist es nämlich schlichtweg nicht mehr beherrschbar. Vielleicht als Ergänzung dazu, wir hatten ja Ende 2018, Anfang 2019 eine relativ hohe Anzahl polnischer Busfahrer eingestellt. Und um denen das, den Start so ein bisschen zu erleichtern, dann auch die Betriebsordnung ins Polnische übersetzen lassen. In der Hoffnung, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen das dann irgendwie verinnerlichen und der Dienstablauf relativ reibungslos funktioniert. Hat sich im Endeffekt leider als nicht so wirklich wirksam gezeigt. Also die haben dann zwar alle ihre polnische Version bekommen, haben es auch schön in ihre Arbeitstasche reingepackt, haben da aber ja genauso wenig reingeguckt wie unsere deutschen Kollegen halt in die deutsche Fassung davon. Also da nur irgendwas zu übersetzen, hilft nicht wirklich. Wo ich wohl eher irgendwie ihrer Ansicht bin, dass man einige Sachen einfach leichter verständlich formulieren sollte. Gibt es bei uns auch die Beförderungsbedingungen, gibt es einmal als ja, offiziellen rechtssicheren Text und dann auch nochmal in ja, leichterer, vereinfachter Sprache dargestellt, die denn ja, für die Allgemeinheit eher verständlich ist. Zwar auch auf Deutsch, aber wirklich relativ kurze, einfache Sätze, die nicht nur ausländische Fahrgäste, sondern auch durchaus einige deutsche Fahrgäste dann besser verstehen können. Als Sie Beförderungsbedingungen sagt, Frage. Nee, ich wollte noch mal ergänzen zum Thema Übersetzung. Ich wäre auch eher dafür, statt zu übersetzen, in einfache Sprache umzuschreiben, auch aus Rechtssicherheitsgründen und weil es eben auch, und Englisch bringt da auch nichts. Es gibt viele Nationalitäten, die nicht wirklich Englisch können. Und wir haben auch viele Menschen, die hier hinkommen, die in ihrer Muttersprache gar nicht alphabetisiert sind. Für die bringt das auch gar nichts, in die Muttersprache zu übersetzen. Deswegen ist, glaube ich, wenn die in Deutschland alphabetisiert werden, in Deutsch und dann eben das in einfacher Sprache ist, halte ich das für wesentlich sinnvoller. Und wenn es Webseiten sind und man sagt, man hat eine Übersetzung, dann vielleicht eine Vorlesefunktion einzubauen. Würde vielleicht auch gerne nochmal ergänzen. Einfache Sprache bin ich auch sehr dafür und dann eben noch Piktogramme dazu, ne? So, also vereinfachte Bildchen, um zu wissen, hier soll ich etwas eintragen, hier soll ich etwas lesen, um die Barrieren nochmal abzumildern. Also prinzipiell zur Einführung ist das richtig, was ich sage, dass man das auch mal in die Sprache übersetzt, wobei man nicht in der Industrie nicht, was weiß ich was, jetzt die Erfahrung gemacht hat, im Farsi übersetzen kann. Also man kann es in Englisch, Französisch und Russisch ganz gut machen und sonst geht es schlecht. Aber wenn wir alles übersetzen würden oder sehr viel, dann müssen wir uns vorstellen, wir haben also von mir aus 6 Mitarbeiter, die sprechen Englisch, kriegen sie übersetzt. Und wir haben 20 Mitarbeiter, die sprechen Deutsch. Dann haben wir 2 Inseln, die große deutsche Insel und die kleine englisch sprechende Insel. Also wir müssen schon sehen, dass wir nicht für die einen, die kein Deutsch sprechen, das so anbieten, dass sie nie Deutsch sprechen müssen. Die müssen kommunizieren. Grundlagen ja. Aber nicht generell. Sorry. Sie haben recht, aber ich wollte ein Ding sagen, dass Arbeitsschutz oder so wichtige Sache, das wird gut, wenn die kleine, wichtige Dinge, Sache mit Bild gezeigt und damit kleine Satz übersetzt
mit der verschiedenen Sprache. Ich weiß, haben Sie recht, also jeder Firma hat verschiedene Sprache, kann man nicht, dann kommen wieder so viele Papiere und Sache, aber das Kleinigkeit, wichtige Sache, wurde gut, zum Beispiel Führerschein hier in Deutschland. Es gibt in verschiedenen Sprachen, habe ich ja auch gesehen, in Arabisch, in Persisch, auf Englisch und auf Deutsch. Das hat richtig gerne, sehr gerne geholfen zu den Leuten. Die Leute, welche Leute können auch, da gibt auch Leute, die können nicht Englisch sprechen zum Beispiel. Also die können nicht lesen. Also da wurde dann noch schwierig für die Leute, mit den Englisch übersetzen lassen. Da gibt das Führerschein, ich habe jetzt bis jetzt nicht geschafft, Führerschein, wegen wenig Zeit. Aber ich habe so bekannte Leute, die haben keine Schule gemacht in eurer Länder. Aber die haben trotzdem das Führerschein geschafft, weil das gibt in Arabisch. Arabische Leute, die zum Beispiel, welche haben keine Schule gehabt, die haben auch das geschafft. Weil es ein bisschen einfach für die eigene Sprache zu lernen. Und so genau beim afghanischen Leute, beim welche oder iranische welche Leute spreche Farsisch, für die ist ganz einfach. In Muttersprache kann man einfach sofort lernen. Und so Aufgabesache auf eine Firma oder Schutzsache, Arbeitsschutzsache, das ist die kleine Sache mit wird gut mit Bild gezeigt und einen kleinen Satz damit. Also in eigene Sprache da. Sprache, deutsche Sprache ist nicht so, dass man von einem Buch oder von zwei Büchern lernen kann. Nee, das kommt mit Unterhalten und mit Quatschen und mit Erfahrung. Und also ich habe selbst damit Erfahrung gehabt. Wie habe ich gelernt? Ich erzähle nur das. Wie habe ich gelernt? Ich habe nicht von Schule gelernt, wirklich. Ich habe in Schule Buchstaben und so, das konnte ich auch vorher schon. Aber das Satz zu sprechen und das weiter zu erzählen oder fragen oder so, oder ganz normale Quatschen, das habe ich nicht von Schule gelernt. Das habe ich mit Erfahrung gehabt, mit Arbeit, mit verschiedenen Leuten zu sprechen und damit habe ich das Erfahrung gekriegt. Aber auch gibt so viele Sachen, haben Sie recht, dass ich unterschreibe zum Beispiel auf meinen Vertrag. Ich weiß nicht 100%, was da drin steht. Und ist auch manchmal schwierig für uns. Ne? Auch wenn ich wegen der Übertragung, ja, danke. ich bin mir nicht sicher, ob das, also ich verstehe das so ein bisschen als Hypothese zu sagen, dass sich vielleicht gesellschaftliche Gruppen verfestigen, wenn man ihnen unterschiedliche Sprachangebote macht. Ein anderes Argument wäre auch zu sagen, wir erkennen eure Sprachen an, wir schätzen auch Mehrsprachigkeit als Ressource sozusagen hier und dieses Angebot ist auch eine Möglichkeit, um sich angenommen zu fühlen, ist ein Teil von Willkommenskultur und ermöglicht vielleicht auch erst Integration und ein gleichberechtigtes Leben nebeneinander. Also es gibt so, ich habe die Tage nochmal ein Buch gelesen, wo es darum ging, Glühbirne und Strom. Es gab irgendwann die Entwicklung von neuen Glühbirnen, die stromsparend waren und dann haben die ganzen Stromkonzerne Riesenangst gehabt, oh Gott, wir werden bald keinen Strom mehr verkaufen können, denn die Leute brauchen nicht mehr so viel Strom für die Glühbirnen und es ist halt genau das Gegenteil passiert. Durch den günstigeren Strom, der plötzlich da gewesen ist und mehr Strom, der da gewesen ist, haben plötzlich viel mehr Haushalte Strom gebraucht. Und es ist alles explodiert, der ganze Strommarkt ist explodiert. Also es sind ja so Rebound-Effekte, die man in der Wirtschaft gut sieht. Und ich glaube, man kann auch gucken, ob man die nicht im sozialen Leben stärker sieht und ob nicht mehr an Möglichkeiten, auch mehr an Integration so ermöglicht. Da vielleicht ein, zwei Sätze zu. Also im sozialen Bereich oder in der sozialen Interaktion der Mitarbeitenden untereinander mag das sicherlich ein Ansatz sein, dass da irgendwo versucht wird, die Integration zu fördern. Aber als Arbeitgeber hat man ja auch immer eine gewisse Fürsorgepflicht und eine gewisse Verantwortung und auch ein gewisses Direktivrecht. Und das kann eigentlich nur in der hier geltenden Amtssprache, sprich in Deutsch, ausgeübt werden, um eben irgendwo auch rechtssicher angewandt zu werden. Was Herr Kahn gerade schon sagte mit dem Arbeitsvertrag. Klar könnte man sicherlich einen Arbeitsvertrag irgendwie machen und da so ein paar nette Piktogramme einbauen. Nur wenn es dann zu einer arbeitsrechtlichen Streiterei kommt, möchte ich jetzt nicht das Unternehmen vor Gericht vertreten und dem Richter erklären, warum ja so bunte Bildchen im Arbeitsvertrag sind. Also ich denke, da gibt es schon irgendwo zwei Bereiche. Einmal so dieser, ich nenne es mal offiziellen Bereich und sicherlich einmal dieser Bereich der sozialen Interaktion der Beschäftigten untereinander. Dass man da sicherlich die Integration fördern muss, ist gar keine Frage. Aber umgekehrt kann ich, glaube ich, erwarten, wenn jetzt irgendjemand am deutschen Arbeitsmarkt teilhaben möchte, dass er dann auch zumindest rudimentär versteht, was da gerade passiert.
weil ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass jetzt zwingend jeder deutsche Mitarbeiter weiß, was in seinem Arbeitsvertrag drin steht und wie das interpretieren ist. Also neben der Sprache gibt es da sicherlich noch ein paar andere Punkte, die da das in Abhängigkeit setzen. Aber Sprache ist, glaube ich, schon wirklich das A und O. Vielen Dank. Ich glaube, wir würden noch eine letzte Frage stellen. Lieber zum Abschluss. Frage. Ja, wenn ihr uns überlegt, wir nennen es mal Zauberfrage. Stellen Sie sich vor, morgen früh, Sie werden wach, über Nacht hat eine Fee alles verzaubert. Schauen Sie Ihren eigenen Bereich an oder gern noch andere Bereiche im Sinne von Menschen in Arbeit bringen, Menschen in Ausbildung bringen. Was hätte sich verändert? Was wäre sozusagen das Ideal? Nehmen Sie sich mal einen Ausschnitt, weiß ich nicht, Arbeitgeber, Verwaltung oder die Menschen, die die Arbeit suchen, die Ausbildung suchen. Wo könnte der Zauber gewirkt haben und mit welchem Ergebnis? Das ist die Wunschfrage eigentlich jetzt, ne? Frau Reuter, genau. Dann würde ich mal den Bereich Verwaltung nehmen und zwar mehr Flexibilität. Also das kam auch so in den Runden raus, mehr Flexibilität, was Anerkennungsverfahren angeht, was auch Quereinstiegsmöglichkeiten angeht, Ermessensspielräume bei gesetzlichen Regelungen, dass die großzügig genutzt werden und eben so dieses, dadurch auch das Interesse ausgedrückt wird, dass man versucht, Sachen zu ermöglichen, dass man versucht zu ermöglichen, dass Menschen in den Arbeitsmarkt kommen, dass sie Beschäftigung aufnehmen können, sich qualifizieren können. Und das wäre so unser Wunsch für die Verwaltung. Das hat nichts mit der Fliege zu tun. Ich kenne sowas aus Amerika. Ja, da wurden dann alle Dokumente übersetzt. Man konnte auch den Führerschein auf Spanisch machen, Chinesisch, Englisch. Das waren, glaube ich, die drei Sprachen. Ich kann es verstehen, zum Einstieg, ich würde warnen davor, wenn man alles mehrsprachig macht, ja, weil wo fängt man an, wo hört man auf, wie dann sagen wir mal in den USA. Und die Frage ist dann eben, ob Menschen dann ganz auf die Sprache verzichten könnten. Das kann passieren, das hat man in den USA, das ist da schon, jetzt meine Erfahrungen sind da schon irgendwie 30 Jahre her, und da war das so, dass Menschen in einem Land leben und die Sprache gar nicht können müssen. Weil alles, was wesentlich zu machen ist, auf Ämtern beispielsweise, ist in deren Sprache verfasst. Und ich, da sage ich, nö, da würde ich jetzt von absehen. Natürlich zum Einstieg, für die erste Zeit, ja, um das zu vereinfachen. Aber ansonsten, dann können wir gleich sagen, wir führen vielleicht als Amtssprache Englisch ein. Also ich würde da noch einen anderen Aspekt reinbringen. Ich glaube, Deutsch lernt man nicht auf dem Amt. Deutsch lernt man nicht beim Jobcenter-Antrag ausfüllen und auch nicht bei der Belehrung bei der Ausländerbehörde. Also ich würde das unterstützen, gerade diese sehr verwaltungstechnischen Dinge zu übersetzen, einfach um da eine, eigentlich im Prinzip auch eine Rechtssicherheit herzustellen. Und Deutsch wird anders gelernt. Also ich stimme Ihnen zu, das ersetzt natürlich nicht das Deutschlernen und die Sprachqualifikation, aber gerade die verwaltungstechnischen Sachen denke ich nicht, dass das die Integration behindert, sondern eher, dass es viele Sachen auch erleichtern würde. Also ich bin ganz ehrlich, für einen Jobcenter-Antrag reicht es doch nicht mal, wenn man irgendwie Abitur und studiert hat. Also den zu verstehen, das heißt nicht, dass man gut Deutsch spricht, sondern das sind einfach sehr verwaltungstechnische Sachen, die man da kennen muss und Begriffe, die man kennen muss. Und das heißt dann nicht, dass man besonders gut Deutsch kann, nur wenn man das allein schafft. Also ich würde jetzt nicht die Kunst und die hohe Kultur der deutschen Sprache an dem Antrag beim Jobcenter festmachen. Das ist Gebrauchssprache und nicht Kultursprache. Ich will noch nicht mal sagen, dass es Gebrauchssprache ist. Behördensprache. Ja, es ist halt eine Sprache, die in der Verwaltung gewählt ist. Aber es ist ja hoffentlich immer noch so, dass es, und das bin ich mir sicher, dass es beim Jobcenter auch so ist, dass es da nette, freundliche Kolleginnen und Kollegen gibt, die im Zweifel dann mit jemandem den Antrag auch ausfüllen. So ist es zumindest bei uns der Fall. Und das ist im Übrigen dann auch eine Sache, die auch manchen Einheimischen oder schon immer hier Gewesenen schwerfällt, in diesen Verwaltungskategorien zu denken. Manchmal hat man auch keine Lust. Also ich habe ja auch drei Söhne, die müssen auch hin und wieder Behördenkram machen, ja. Und die laden das dann immer gerne bei ihrem Vater ab, weil das eben so ein Bürokrat ist, ja, weil die da auch keinen Bock drauf haben. Und insofern ist es eben,
wenn ich jetzt meinen Datenschutzbeauftragten fragen würde, ein Kollege russischer Herkunft, der würde mir jetzt sagen, er würde davon abraten, die Datenschutzbestimmungen auf allen möglichen Sprachen zu machen. Denn der würde mir sagen, Herr Gall, Sie müssen an die Rechtssicherheit denken. Und das ist nun mal etwas, was bei uns in Deutschland ganz wichtig ist. Und ich denke auch Arbeitsschutzprotokolle, ja, wenn da ein Übersetzungsfehler ist und das kommt dann irgendwann zum Schwur und dann kommt irgendwann mal, geht das vor Gericht und dann wird festgestellt, oh, bei der Übersetzung, da gab es diesen und jenen, diese und jene Unstimmigkeit. Da muss man schon drauf achten. Das ist, ich weiß nicht, ob wir Deutsche die einzigen auf der Welt sind, bei denen die Dinge eben sehr genau geregelt sind. Ja, ob das nicht in anderen Ländern auch so der Fall ist, aber es gibt, glaube ich, gewisse Dinge, da ist man darauf angewiesen, dass die Dinge dann auch in Deutsch gefasst sind. Aber es ist wichtig, dass man dann eben die sprachliche Hilfestellung gibt, um. Ja, tun Sie das. Naja, aber wir reden ja jetzt nicht über, wir reden ja wahrscheinlich über mehrere Sprachen. Ja, man kann natürlich sagen, und das ist in der Tat so ein Thema, man kann natürlich sagen, es gibt so die zweite Verkehrssprache Englisch. Ja, das ist sicherlich möglich. Das kennen wir ja auch von der EU, da wird ja auch in alle möglichen Sprachen übersetzt. Aber irgendwo muss man dann auch mal eine praktische Grenze ziehen. Ja, also ich glaube, dass ich weiß nicht, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Und wenn ich mal unsere Ausländerstatistik angucke, was wir da für Nationen haben mit den entsprechenden Sprachen, ich würde es jetzt nicht zu breit machen. Ja, dann ist es nämlich schlichtweg nicht mehr beherrschbar. Naja, dann kann ich diesen Wunsch kann ich natürlich auch äußern, aber dann kann ich den auch an die Landesebene zurückgeben. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass Unternehmen, die nur mal ein kleines Beispiel, Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben, das Anerkennungsverfahren künftig nicht mehr in Bayern oder in Baden-Württemberg machen müssen, weil es auch in Brandenburg möglich wäre, in vernünftigen Zeiten die Dinge festzustellen, dass jemand mit einer Ausbildung in der Pflege dann auch hier tätig ist. Das ist nämlich auch so eine Tatsache, dass solche Unternehmen eben mittlerweile wissen, in welche Bundesländer gehen sie hin, dass so etwas läuft. Ja, und also das ist insgesamt eine Aufgabe für uns alle, Dinge möglich zu machen und unnötige Hürden abzubauen. Ja, das Thema Vereinfachung in unserem System, ja, auch das ist etwas, das kann man machen. Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen lebensälter, ja, und ich habe es so gut wie nie erlebt, dass bei einer Gesetzesnovellierung der Text kürzer geworden ist. Vielleicht hat ja jemand ein Positivbeispiel. Ja, manchmal werden Paragraphen gestrichen, aber dann durch gleich fünf andere ersetzt. Ja, das ist auch so eine Tendenz bei uns. Und eine Sache, die will ich auch noch mal sagen. Migration ist auch ein Thema, was man über Generationen auch denken muss. Also wenn man sich mit Migrationsforschung beschäftigt, dann muss man ja vor allen Dingen bei den Amerikanern nachgucken, weil die Amerikaner ja ein klassisches Einwanderungs- und Migrantenland ist. Dann kann man eben auch sehen, dass sich gewisse Migrationserfolge dann auch erst von Generation zu Generation ergeben. Und das ist auch nichts Unnatürliches. Also wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund nach Indien emigrieren würde, ja, dann hätte ich da wahrscheinlich mit meinem Alter Schwierigkeiten, ja, zu Lebzeiten noch ein richtiger Inder zu werden. Also mir ist es ja gelungen, als Münchner hier in Brandenburg anzukommen. Ja? Das ist ja auch schon eine Leistung. Aber ich glaube, in meinem Alter jetzt als Inder würde ich es nicht mehr schaffen. Aber ich würde mir sicher sein, dass meine Söhne oder Töchter, wenn ich welche hätten, da irgendwann mal ankommen und ganz automatisch Teil der Gesellschaft werden. Und deswegen darf man auch die Erwartungen an Migranten an der Stelle auch nicht überreizen.
Das soll jetzt nicht heißen, dass man sich da keine Mühe gibt bei der Integration. Aber ich glaube, man muss das auch realistisch sehen. Und manchmal würde ich mir auch wünschen, dass sich alle, die mit Integration zu tun haben, ab und zu mal ein schlaues Buch lesen über die Migrationsforschung und eben auch sehen, wie Migration auch über Generationen und auch über Entwicklungen verläuft. Also nicht die Hürden zu hoch setzen. Ich finde das ganz toll, dass Sie das eben gesagt haben. Ich wollte das auch sagen. Ich habe ein bisschen Familienforschung betrieben und im 19. Jahrhundert sind viele Vorfahren von mir aus Ostfriesland nach Amerika gegangen. Ich war jetzt ein bisschen erstaunt, als Sie das eben auch sagten mit Amerika. Die sind alle in ein Bundesland gezogen und da haben sie eine ostfriesische Zeitung gegründet und dann haben sie platt gesprochen. Ja? Und da habe ich auch gedacht, ja, also Integration, das ist ein Generationenprojekt. Ja? Und ich finde, das ist auch ein bisschen beruhigend. Man muss nicht so einen Druck machen. Es wird schon. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung und auch Gewissheit. Genau. Also wir sind ja bei Zauberfee jetzt. Ja, wir haben sozusagen Ausbildungsplätze zu besetzen. Wir rufen eine Telefonnummer an. Dort wird gesagt, wir schicken Ihnen 10 Bewerberprofile zu. Ja, das sind die Qualifikationen, das und das müsste noch gemacht werden. So und so fördern wir das beispielsweise noch mit Deutschkursen, mit sonst was. Und dann sagt man, am 1.10. ist Ausbildungsstart. Und man kann dann wählen, beziehungsweise der Auszubildende kann auch wählen, andersherum. Aber man müsste eben nicht auf die Suche von Auszubildenden gehen. Man müsste dann mit verschiedenen Stellen telefonieren. Wie sieht es mit der Anerkennung von Zeugnissen aus? Deutschkurse. Also man müsste einfach wenig organisieren, sondern es wäre eben vorgegeben, weil es ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Dann bedanken wir uns nochmal bei Herrn Kahn, Herrn Wolf, Herrn Krüger, Frau Kegel, Frau Reuter, Herrn Gall, Frau Zittlau und Herrn Hobelmann für die Beteiligung hier an der Podiumsdiskussion und Ihnen auch vielen Dank, dass Sie so lange hier dabei geblieben sind. Und ja, erstmal einen Applaus nochmal für unsere Podiumsgäste. Bevor Sie weglaufen, wir haben noch die große Bitte, hier liegen diese Rückmeldebögen, heißen die bei uns aus, den nochmal zu beantworten, zu sagen, was hat Ihnen dort gefallen, was fehlt. Hätten Sie gerne anders gehabt. Und auch einen inhaltlichen Wunsch für nächstes Jahr, weil wir dann wahrscheinlich wieder mit der Unterstützung des Landkreises hier einen Arbeitskreis vorbereiten werden. Was gibt es noch? Und es gibt noch für alle, die noch Zeit haben, die Gelegenheit, jetzt ins Gespräch zu kommen. Ein Glas Wein wird studiert, das weiß ich nicht. Das kriegen wir noch raus. Also vielen Dank, dass Sie dabei waren und sich beteiligt haben. Im Namen von Frau Faki und mir. Und noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Danke.